So, jetzt bin ich wieder online. Wahnsinn, das hat ja wieder ewig gedauert. So, mal sehen, ob da jemand reinkommt, das mitkriegt, dass ich hier einen Livestream mache. Ich werde nämlich jetzt noch was sagen. Angekündigt ist das Ding schon. Jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen hier wieder zumachen. Das ist ja alles. Also, Livestream. Und zwar hatte ich den angekündigt. Habe ich den Text hier irgendwo? Aha, jetzt habe ich schon zwei Zuschauer. Bitte mal Bescheid geben, ob es funktioniert. So, und jetzt geht es um diesen Blogartikel: Söhne der Sonne, die Indogermanen Asiens. Es geht um diesen Blogartikel. Alles klar, wunderbar. So, schön. Norbert, hi Ingo, alles bestens. Wunderbar, gut. Dann kann ich ja jetzt anfangen. Ja, also, Spirit of the Steppe hat einen Kommentar geschrieben. Wäre schön, wenn Sie noch ein Video über die Studie von Nara Simhan machen könnten. So, da musste ich erst mal gucken, wer ist denn Nara Simhan? Aber kann man ja, da habe ich recherchiert auf meinem Blog, habe ich diese Studie schon behandelt. Und tatsächlich, ich habe sie behandelt, und zwar in dem Blogartikel, den ich gerade in den Kommentaren verlinkt habe. Und zwar heißt der Söhne der Sonne, die Indogermanen Asiens am 1. Juli 2018, habe ich den veröffentlicht, den Blogartikel. Das Video ist ein bisschen, da gibt es ein Video dazu, das habe ich schon ein paar Tage früher veröffentlicht. Und in dem Video habe ich viele Sachen erzählt über verschiedene Dinge, aber ich habe erst später gemerkt, dass ganz zentrale Sachen noch in einer anderen Studie behandelt sind, und das ist diese von diesem Naram Simran. Und diese Studie heißt, The Genomic Formation of South and Central Asia. So, und ich habe das damals nachgetragen schriftlich, ich habe aber darüber kein Video mehr gemacht. Das ist ja in dem Blogartikel schon enthalten, da habe ich im Juli 2018, also vor mehr als einem Monat, habe ich das, vor einem Jahr habe ich das alles schon aufgeschrieben, aber ich habe noch kein Video davon gemacht. Und das will ich jetzt hier noch nachtragen, dass ich dazu ein Video mache, denn wie ich das schon geschrieben hatte, dem Spirit of the Steppe. Es dürfte in der Tat Sinn machen, diese Inhalte auch noch einmal mündlich zu referieren und zu erläutern, zumal ich die vielen Details, die ich vor einem Jahr schriftlich festgehalten habe, bei meinem jüngsten Video gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Das jüngste Video, das handelte von diesen, ich muss nochmal den Blogartikel aufrufen, von den Indogermanen an der Nordgrenze Chinas. Und da ging es um 10 Skelette, die man da in der Tsungarei entdeckt hat, nördlich des Tian Shan Gebirges. Das ist ja alles schon, das will ich nicht wiederholen. Ich habe das aber, glaube ich, noch gar nicht damals richtig gesagt, aber das war auf einer waldfreien Ebene im Tian Shan Gebirge, die meiste Zeit des Jahres mit Schnee und Eis bedeckt ist. Also außer im Juni, Juli und August ist immer Schnee und Eis dort oben. Also man kann nur in den 3 Sommermonaten dort leben, überhaupt als Mensch. Und wenn dort dann 10 Leute begraben worden sind, dann sind die scheinbar in der Zeit im Sommer gestorben. Oder diese Gegend hat den Menschen dort viel bedeutet und sie haben sie deshalb dort begraben. Das würde ich auch gerne noch rauskriegen, weiß ich aber nicht. Oh, ich muss mal ein bisschen korrigieren, ob ich noch zu sehen bin ordentlich. Wo ist denn mein? Da bin ich. So, aha. Noch ein bisschen. So. Und die Videokamera kann ich noch ein bisschen höher stellen. So, ja, die Beleuchtung ist nicht vom allerbesten. So, aber ich habe alles angemacht, was ich hier anmachen kann. So, vielleicht müsste ich mir mal noch einen richtigen Strahler anschaffen. So, ich werde übrigens, das will ich auch noch sagen, ich habe ein paar kleinere Videos gemacht, die nicht so große Tragweite haben. Ich jetzt hier in der Prignitz, und die werde ich auf Instagram hochladen. Ich glaube, Instagram ist für so kleine Leckerli, keine Ahnung, also für so kleine Videos ganz praktisch. So, das wird auch heute Abend vielleicht noch hochgeladen werden auf Instagram. So, jetzt geht es aber weiter. Also, große
Und dort hat man an dem Fundort dieser 10 Skelette, hat man große Mengen von Pferde-, Ziegen- und Rinderknochen entdeckt. Also das waren Nomaden, diese. So, und höchstwahrscheinlich gehörten die dem Volk der Yuezhi an. So, und die waren also zur Hälfte, weiß ich gar nicht mehr, was hatten die denn? Die hatten, die waren zu 20-80% indogermanischer Herkunft und der andere Teil war nordostasiatischer Herkunft, also mongolischer Herkunft. Ein gewisser Anteil von Han-chinesischer Herkunft war auch schon dabei. Also das hat sich schon kräftig vermischt gehabt bei den Menschen vom Chirenzigu. So, das war das Video, was ich zu dem Thema zuletzt gemacht hatte. So, und da, bei diesem Video hätte ich mir vorher noch mal meinen alten Blogartikel durchlesen können, woran mich jetzt eben, ja, guten Abend, A. Meier, ich kenne euch alle nicht, aber beziehungsweise so Kürzel, meistens kann Norbert, ist mir ein bekannter Name. Jedenfalls, als ich dieses Video gemacht habe, damals, vor ein paar Tagen, hätte ich mir erstmal noch diesen alten Blogartikel durchlesen müssen. Das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt, was da alles schon drin stand, was ich da alles schon wusste. Das war schon, habe ich schon wieder vergessen. Also da steht jetzt, den ersten Teil werde ich jetzt nicht mehr referieren, weil ich das im Video schon referiert habe. Aber dann gibt es im zweiten Teil meines Blogartikels, den ich da verlinkt habe, ist eine Unterzwischenschrift, heißt der Kaukasus als Angelpunkt der Völkergeschichte. Und da stehen Sachen drin, die ich auch schon mehrmals referiert habe. Das will ich auch nicht mehr referieren. Und dann kommt ein weiterer Zwischenüberschrift, die heißt die Turan-Region als Angelpunkt der Weltgeschichte, der Völkergeschichte. Die Turan-Region. So, und das will ich jetzt durchgehen, was ich da schon mal schriftlich damals festgehalten hatte. Es ist nämlich wirklich gut, darüber auch zu reden. Denn indem ich darüber rede, erstens kann ich mir das dann selber besser merken und andere Leute können es besser merken. Also darüber muss ganz viel geredet werden, weil das ist so eine Fülle von Details, die da jetzt hochkommt. Und das kann man alles gar nicht im ersten Durchgang verarbeiten. Ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch was anderes erinnern. Ich habe gestern auf YouTube Videos entdeckt, die müsste ich jetzt nochmal aufrufen. Da gibt es ein Exzellenzcluster Topoi, was also die, da gibt es ja die ganzen Exzellenzuniversitäten in Deutschland, die werden, kriegen eine besondere finanzielle Förderung, wenn sie bestimmte Themen behandeln. Und dieses Exzellenzcluster Topoi hat im Jahr 2016 eine Tagung abgehalten zum Thema Migration. Und da werden diese ganzen Themen, die ich hier auf meinem Videokanal behandle, von den besten Wissenschaftlern Deutschlands, Archäologen und anderen Historikern, von den besten Wissenschaftlern Deutschlands auch behandelt, aber immer unter dem Rahmenthema Migration, was ich nicht für richtig finde. Also gleich den ersten Vortrag, den ich da gehört habe, da ging es darum, Bauern mit Migrationshintergrund. Und da geht es dann eben um die Bandkeramiker. Das wären Bauern mit Migrationshintergrund. Meine Güte, also man kann das so nennen. Aber bei den Bandkeramikern zum Beispiel würde ich das eher so sehen. Die Bandkeramiker haben sich als Volk am Plattensee formiert. Und das hat Jens Lüning, der Begründer der Bandkeramikforschung oder der Doyen der Bandkeramikforschung, schon herausgearbeitet, dass die waren an der Siedlungsgrenze und dann haben die neue Höfe, neue Siedlungen 30 Kilometer weiter im Urwald gegründet. So, und dort von diesen 30 Kilometer weit entfernten Siedlungen, die haben wieder ganz viele Kinder gehabt und die haben wieder 30 Kilometer weiter im Urwald wieder neue Siedlungen. Und aber die dann vor Ort gesiedelt haben, die sind dann sesshaft gewesen. Also das sind nicht Nomaden oder Großstadtnomaden oder keine Ahnung, globale Leute, die ständig überall hin und her gewandert sind, sondern die sind zu ihrer Geburt 30, meistens, möchte ich mal so sagen, die meisten Bauern, die da Bauern mit Migrationshintergrund genannt werden, das waren Bauern, die haben in ihrem Leben sich nur über 30 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt. Die größte Teil dieser Bauern, von denen wir da reden, die da angeblich Bauern mit Migrationshintergrund sind. Also ich finde, der ganze Frame, der macht keinen Sinn mit Migration. Ja? Und ich werde mir diese ganzen Videos noch genauer angucken und ich möchte euch auch dazu auffordern, also Exzellenzcluster Topoi. Ich kann das auch nochmal in die Links unten reinstellen, als Link, welcher Videokanal das ist. Das ist, glaube ich, von der Max-Planck-Gesellschaft.
Also von der Sache, alles, was an Sachaussagen in diesen ganzen Vorträgen gesagt werden wird, ist wahrscheinlich hervorragend. Die Forschungen sind hervorragend. Innerhalb dieses Exzellenzclusters Topol ist zum Beispiel auch das Königsgrab von Sedin erforscht worden oder wird darin erforscht. Also indem ich einfach so tue, als würde ich Migration erforschen als Archäologe, kriege ich ganz viel Geld. Und dann muss ich auch Vorträge halten, wo es immer nur um Migration geht. Aber man könnte das gleiche Thema auch nennen, Sesshaftigkeit. Das sind Bauern, die waren einfach sesshaft, so wie man sich Bauern vorstellt. Nomaden waren die Indogermanen, die waren etwas nomadischer. Das sehen wir ja überall. Also da kann man eher von Migration reden. Aber ich finde, da immer so mit dem Zeitgeist zu gehen und jetzt ist das, jetzt kriegt man auf alle Universitäten kriegen deshalb Geld für Forschungen, wenn sie irgendwie einen Bezug ihrer Wissenschaft zum Thema Migration herstellen, ja, und dann ihre ganzen Themen dann immer unter diesem Rahmengesichtspunkt auswerten, das ist ekelhaft. Also so funktioniert Wissenschaft, also das ist, wie soll ich denn sagen, das ist Sowjetwissenschaft, ja, der große Genghis Khan gibt seine Themen vor und diese Themen heißen jetzt Migration und alle Wissenschaftler müssen mitmachen, ja, sonst kriegen sie kein Geld. Ekelhaft. Also ekelhaft. So, aber das nur am Rande. Und ganz ehrlich, ich hab das düstere Gefühl, wer meinen Videokanal regelmäßig sieht, der lernt zügiger und schneller und schneller auf den Punkt gebracht, alles das, was dieses Exzellenzcluster Topol und was diese hervorragenden deutschen Wissenschaftler da langatmig und manchmal auch recht langweilig vortragen. Das kriegt man bei mir wesentlich schneller und ich glaube, ich bin vor diesen ganzen Themen ein wenig mehr begeistert als alle die Wissenschaftler, die das da von der Sache her hervorragend erforschen. Aber irgendwie springt der Funke oft nicht über. Ganz ehrlich, guckt euch das an. Servus, wieso habe ich so wenig Zuschauer? Ja, weiß ich doch nicht. Muss ich rumsprechen. Ich habe den Livestream angekündigt. Ich habe gesagt, zwischen 15 und 19 Uhr kommt er und ich bin jetzt sehr pünktlich. Also kurz vor 19 Uhr hat er gestartet. So, oh, Rustag ist auch dabei. Endlich mal einer, den ich kenne. Zumindest durch Kommentare. Freut mich. Ja, also Rustag, stell deine Fragen und mach deine Bemerkungen. Ich habe aber heute ein Spezialthema, nämlich, wie schon gesagt, weiteres zu den Indogermanen Asiens. Klasse, ja, freut mich. Ja, ich bin auch, ich habe auch einen sehr anstrengenden Tag hinter mir, aber wenn ich mir das vornehme, dass ich hier noch einen Livestream mache, dann bleibe ich einigermaßen wach. Ich müsste jetzt mal schnell mit meinem Thema weitermachen, damit ich nicht zu sehr meine Energie hier verbrauche mit Geschwätz. Ups, jetzt ist mein Fenster klein geworden. Hallo, bleib da. So. So, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich die Kommentare im Auge behalte und auch noch meinen Text und mein Video. Erstmal wieder aufmachen, klein machen. So, gut, also das Thema ist, ich hatte also schon, für die jetzt neu dazugekommen sind, ja, ich weiß nicht, warum denn nur 14 sind, es sind schon mehr als beim ersten Stream. Also ich fange langsam an und wer das für spannend hält, der muss eben Werbung dafür machen, dass hier. Ich habe schon gerade gesagt, ich glaube, ich mache bessere Videos als die bestbezahlten deutschen Professoren zu dem gleichen Thema. Ja, 2016 ist eine Tagung gewesen und da sind jetzt die Videos hochgeladen worden unter dem Schlagwort Exzellenzcluster Topol, komischer Name, also Topol halt. Und guckt euch mal die Vorträge an und sagt mir, ob die besser sind als meine. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich komme schneller auf den Punkt und alles, was neu ist, ja, 2016 konnten sie die neuen Sachen ja auch noch gar nicht wissen, ja. Aber da diese Wissenschaftler, die müssten die Videos machen, die ich hier gerade mache. Und ich würde mal gerne wissen, ob sie das nebenberuflich oder, sagen wir mal, außerberuflich nach einer 40-Stunden-Woche auch noch so schnell hinkriegen würden, wie ich das hier mache. Und da sind sicher die manche Fehler dabei, aber ich war selbst überrascht, was ich vor einem Jahr in dem verlinkten Artikel schon geschrieben habe. Und das will ich jetzt hier eben nochmal referieren, nämlich da wurde ich eben aufgefordert, diese David-Reich-Studie aus dem März 2018 mir nochmal anzuschauen. Die hatte ich mir angeschaut und das will ich jetzt nochmal referieren. Das war schon vor einem Jahr, hatte ich das schriftlich niedergelegt, aber nicht in Videoform. So, das für alle, die noch dazugekommen sind. So, und da hatte ich also in dem Blogartikel geschrieben. Ah, jetzt ist schon wieder, sehe ich die Kommentare nicht. Ist da was Neues dazugekommen? Aha. Dein Video über die R1A Indogermanen habe ich nicht gesehen. Das sehe ich mir
an. Muss ich mir mal angucken. Also ich merke auch immer mehr, das wird ja gerade bei diesen, also zum Beispiel über die R1A-Linie konnte man jetzt feststellen, das habe ich bei meinem Video da über die Qualinskultur ja gesagt, dass es eine Selektion schon bei der Entstehung der Indogermanen gegeben hat, dass einige Y-chromosomale Haplotypen sind wegselektiert worden und es blieben diese R1A sonst was übrig. Also man kann da schon einiges ablesen, aber die kodierenden Gene sind da nicht zu sehen, das möchte ich nochmal betonen. Also kodierende Gene, blonde Haarfarbe oder blaue Augenfarbe oder Hautfarbe ist über die Y-chromosomalen Haplotypen und über die mitochondrialen Haplotypen nicht festzustellen. Ja, das muss ich mir anschauen. Kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ich kann nur dazu sagen, dass ich eben in dem Video zu Qualinsk schon kurz Bezug genommen habe auf die Haplogruppen. Ich bin halt der Meinung, dass man da eben, also na, hatten wir schon mehrmals das Thema, wenn ich meine Y-chromosomalen Haplotypen mir anschaue, dann hat mein Vater den gehabt, mein Großvater hat den gehabt, dann fallen schon drei andere Vorfahren weg, die den nicht hatten, ja. Die anderen drei Großeltern, dann die Urgroßeltern, dann ist es schon, also erst war es ein Achtel, dann ein Sechzehntel, dann ein 32. Das wird also winzig klein, was dieser die sagt dann nur noch über ein 32., ein 64., ein 128. Aller meiner Vorfahren was aus. Ja, und das geht zurück. Also das ist eigentlich ein Nonsens. Mein Y-chromosomaler Haplotyp sagt fast gar nichts. Also Haplogruppen werden dann spannend, wenn man Populationen hat und wenn man guckt, die eine Population ist gekennzeichnet durch diese Haplogruppen und die andere Population durch diese Haplogruppen. Und da Haplogruppen leichter zu sequenzieren sind als das Gesamtgenom, kann man eben schneller feststellen, was für eine Population hat man jetzt vor Ort, wenn man einfach die Haplogruppen feststellt. Ja, also mehr will ich jetzt dazu mal nicht sagen. Ich gucke mir das dann nochmal an. Also jetzt mache ich erstmal mit meinem weiter. Also ich referiere hier nicht Haplogruppen, ja, das muss ich jetzt nochmal betonen, sondern Gesamtgenomsequenzierung ist das jetzt hier immer, ne? Gesamtgenomsequenzierung. So, irgendwie bin ich mit meinen Fenstern hier noch nicht so, dass ich mir das gut alles gleichzeitig sehen kann. So, immer noch nicht. So, also, ich habe das auch noch nicht ins Deutsche übersetzt, was ich hier an englischen Zitaten hatte. Also, in der neuen David-Reich-Studie, damals neu, vor einem Jahr neu, aber die ist immer noch nicht offiziell veröffentlicht, das ist nur ein Preprint gewesen und das ist noch nicht durch die Wissenschaftsberichterstattung ist das noch gar nicht durchgegangen. Also seit einem Jahr Preprint, das ist auch ein bisschen auffällig, aber egal. 132 Individuen aus dem Iran und dem südlichen Teil von Zentralasien, also aus dem heutigen Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan, ist das gesamte Genom sequenziert worden, nicht nur dieser Haplotyp. Also nicht nur nicht nur 0,1% des Genoms, sondern 0,01% des Genoms, weiß ich jetzt nicht, was der Haplotyp aussagt, sondern das ist eben jetzt, keine Ahnung, es ist jetzt nicht 100% des Genoms, aber es werden 80% des Genoms sein, irgendwie sowas. So, die historische Gruppierung wird in der Studie Iran-Turan genannt. Die Turan-Region ist eine legendäre Region in der Geschichte des Iran, insbesondere in der Zeit Zarathustras, Lebenszeit irgendwann zwischen 1800 und 600 vor der Zeitrechnung. Sowie des sich auf ihn zurückführenden Zoroastrismus, also mit dieser Turan-Region, jetzt habe ich die hier, muss mal gerade den Link noch rüberholen, ich würde auch gerne euch hier die Wikipedia-Artikel gleich im Stream zeigen, aber das, soweit bin ich hier technisch noch nicht fortgeschritten. Aber ich lese, also jetzt lese ich hier mal ein bisschen, gucke ich mal ein bisschen in den Wikipedia-Artikel rein. Turan-Region, das kann man gar nicht genügend machen. Also es ist ein Gebiet, was aus der iranischen Mythologie und wurde auch in der Spätantike im Rahmen der Herrschaftsideologie des Sassanidenreiches benutzt. Ja, also ein komplexer Begriff, Turan als Urheimat der Turkvölker, das ist auch so eine Theorie. So, und damit sind die jetzt beschäftigt, weil die sehen, in der Turan-Region ist genetisch ganz viel passiert. So,
Und die schreiben jetzt, also diese Turan-Region spielt jetzt eine große Rolle in der Geschichte der Turkvölker. Und Spirit of the Steppe ist ja wahnsinnig ein Propagandist der Turkvölker. Und der ist der Meinung, die Turkvölker und die Indogermanen hätten sehr viel gemeinsam. Und keine Ahnung, was alles noch für eine Ideologie dahinter steht und ob das, weiß ich alles nicht. Spirit von der Steppe scheint jetzt hier nicht dabei zu sein. Jedenfalls, der hat da viele Theorien drumherum und deswegen wollte er, dass ich das referiere. Und das tue ich jetzt auch in seinem Sinne, aber auch überhaupt, weil es allgemein sehr spannend ist. Ich war selbst überrascht von meinem eigenen Artikel, weil ich das gar nicht mehr wusste. In the Eastern Iran, also im östlichen Iran und im Turan, we also detect a mixture related to West Siberian Hunter-Gatherer. Also westsibirische Jäger und Sammler sind, deren Gene findet man im östlichen Iran und im Turan. Und die sind, und das sind die Vorfahren höchstwahrscheinlich der Turkvölker, die westsibirischen Jäger und Sammler. Und diese westsibirischen Jäger und Sammler bezeichnete Gruppierung ist, soweit man sehen kann, jene Gruppierung, die auch am Baikalsee lebte, sprich die Vorfahren der Turkvölker bildete. Womöglich erstreckte sich ihre ursprüngliche Verbreitung also ähnlich weit wie die der westeuropäischen Jäger und Sammler und wie die der osteuropäischen Jäger und Sammler. Ja, die westeuropäischen Jäger und Sammler haben wahrscheinlich 30.000 Jahre lang fast ganz West- und Mitteleuropa besiedelt, zumindest soweit es das die Eiszeit zugelassen hat. Und die osteuropäischen Jäger sammeln auch ein Riesengebiet, also ganz Osteuropa bis zum, bis nach Sibirien hoch. Die haben es sind riesengroße, weite Verbreitungsgebiete gewesen, wo eine einheitliche Genetik war, aber die eben so weit isoliert voneinander waren, dass sie sich genetisch unterschieden haben, wie wir uns heute genetisch von den Ostasiaten unterscheiden. So, und so haben sich auch die Turkvölker da am Baikalsee, also die westsibirischen Jäger und Sammler, genetisch sehr, sehr stark von den osteuropäischen Jägern und Sammlern unterschieden. So. Und ich halte es für möglich, dass ihr Ursprungsgebiet hat sich schon bis zum Ost-Iran hinunter erstreckt, diese westsibirischen Jäger und Sammler. Da gibt es Hinweise darauf, weil in der Studie wird auch die Keltemina-Kultur in Kasachstan als eine Kultur dieser, die genetisch mit diesen westsibirischen Jägern und Sammlern sehr viel Gemeinsamkeit haben. Die Keltemina-Kultur, und die hatte schon eindrucksvolle Häuser und die hatte vermutlich auch schon Hirseanbau, Keramik sowieso. Und ich hatte eine Zeit lang noch geglaubt, dass die was mit dem Ursprung der Indogermanen zu tun haben, aber das haben sie offensichtlich nicht, denn die Genetik ist ja westsibirische Jäger und Sammler. Aber diese Keltemina-Kultur ist eine Nachbarkultur der osteuropäischen Jäger und Sammler gewesen. Und ja, da kann sowohl sprachliche Einflüsse können dahergekommen sein, die auf das Indogermanische eingewirkt haben, wie auch kulturell. Aber genetisch hat man da bislang ja noch nicht so viel gefunden. So, jedenfalls beim Urvolk der Indogermanen. Später haben sich die Indogermanen mit den Turkvölkern vermischt und zwar sehr bald. Das ist ja, kommt ja jetzt gleich. So, wie viele Zuschauer habe ich denn noch? Mal gucken. Ah, 19 schon. Na, wird ja immer besser. So, dann wollen wir das mal im Auge behalten. Gut, so. Und in der Studie heißt es dann, jedenfalls ist von ihnen schon Genetik in den Ost-Iran gelangt, bevor Indogermanen dorthin gelangt sind. Ja, das finde ich sehr wesentlich. Die Turkvölker waren im Ost-Iran früher als die Indogermanen. Wobei ja auch die Indogermanen sehr früh dahin gekommen sind. Aber die Turkvölker waren da früher, wahrscheinlich waren die ist das überhaupt ihre Heimat gewesen? Oder also gehörte zum ursprünglichen Verbreitungsgebiet der westsibirischen Jäger und Sammler. So, auch hierbei dürfte man es wieder mit, ja, ab 2300 vor der Zeitrechnung findet sich dann in Baktrien, das ist auch eine Region dort in Turan, Ost, also alles, was Turan ist, Baktrien, Ost-Iran, das sind alles ähnliche Regionen. Das ist eine Großregion, die wir noch gar nicht im Auge haben, auch historisch wenig in unserem historischen Bewusstsein drin sind, aber man merkt halt, wie wichtig die jetzt ist für die Völkergeschichte Asiens und auch der indogermanischen Völkergruppe. Also ab 2300 vor der Zeitrechnung findet sich dann in dieser Region Early Iranian Agriculturalist Related Ancestry, also 60%
iranisch-neolithische Herkunft und eine schmalere Komponente von 21% anatolisch-neolithischer Herkunft und 13% westsibirischer Jäger-Sammler-Herkunft. Also das ist so eine typische Sache, dass eben die Jäger und Sammler sich mit den einheimischen westsibirischen, dass die Bauern der bäuerlichen Kulturen da im Iran haben sich mit den westsibirischen Jägern und Sammlern vermischt und auch untereinander vermischt. Aber eben die westsibirischen Jäger und Sammler haben nur 13% Einmischung. Das ist so ähnlich wie in Europa gewesen. Und unähnlich zu den Indogermanen, da sind ja die 50% osteuropäischer Jäger und Sammler haben beigetragen zur Ethnogenese der Indogermanen. Und 50% iranisch-neolithische Genetik, das ist was ganz Einzigartiges bei der Ethnogenese meiner Meinung nach. Das findet man sonst nirgends, weder in Europa. Da sind die einheimischen genetischen Anteile immer viel kleiner und hier auch in Turan sind die einheimischen genetischen Anteile der westsibirischen Jäger und Sammler viel kleiner als die genetischen Anteile der neolithischen Völker, der bäuerlichen Bevölkerung aus dem Süden. So, also bei der Abkürzung BMAC handelt es sich um den Bactria Magiana Archaeological Complex, also um eine Völkergruppe in Baktrien und in der Magiana, grob gesprochen im Westteil der Seidenstraße. Also wahnsinnig legendäre Sachen sind das, im Westteil der Seidenstraße und in den nördlich angrenzenden kasachischen Steppe. Hier lag also ebenfalls eine bemerkenswerte genetische Zusammensetzung vor. Zum Beispiel stellt sich die Frage, wie gelangte die anatolisch-neolithische Genetik so früh, so weit nach Osten? Und die gleiche Frage stellt sich umgekehrt, wie gelangte so früh die kaukasisch-neolithische Genetik so weit nach Westen, also bis in den westlichen Mittelmeerraum? Das sind meines Erachtens von Seiten der Archäologen nicht geklärte Fragen. Aber zu dieser Zeit findet sich immer noch keine Yamnaya-Herkunft in diesem Westteil der Seidenstraße. 2300 vor der Zeitrechnung noch nicht. Das ist sehr bemerkenswert, denn zu der Zeit hat sich die Afanasievo-Kultur in Sibirien, also die ursprünglichsten Indogermanen, hatten sich schon in Sibirien ausgebreitet, aber noch nicht in dem Westteil der Seidenstraße. Und da wird schon deutlich, das wird sehr komplex sein. Die ganze genetische Geschichte der Völker Asiens wird sehr komplex sein, der Westasiens, sage ich jetzt mal. Also, so, wie gelangte die anatolische Genetik? Ja, das hatte ich schon. So, erst ab 2000 vor der Zeitrechnung kommt indogermanische Genetik nach Baktrien. Und zwar natürlich in der jüngeren Schnurkeramik- bzw. Shintashta-Version. Also das ist die zweite Ostwanderung der Indogermanen, wo dann die gekennzeichnet ist dadurch, dass es einen gewissen anatolisch-neolithischen Anteil in der Genetik gibt. Und die haben deshalb waren das die auch eine westindogermanische Sprache an die östlichste Verbreitungsgebiet der indogermanischen Sprachen überhaupt gebracht haben, nämlich die tocharische Sprache. Und die kam aus Mitteleuropa. Das haben wir ja schon seit 10 oder 20 Jahren, gibt es die Vermutung und viele Hinweise darauf. Und das scheint sich durch die Genetik jetzt zu bestätigen. Mit dieser neuen David-Reich-Studie ist nun auch festgestellt, dass die Schnurkeramik-Shintashta-Leute, die um 2000 vor der Zeitrechnung als Andronovo-Kultur das Gebiet nördlich des Tian Shan besiedelte, womöglich schon, wobei es eben diese Reliktbevölkerung gab, die ich in dem anderen Video schon behandelt habe, was man eben vorher noch nicht wusste, also vor einem Jahr noch nicht wusste, womöglich schon während der Zuwanderung zu 8% mit einheimischer westsibirischer Jäger-Sammler-Genetik vermischt hat und sich dadurch von ihren westlichen indogermanischen Verwandten unterschied. Also die haben schon in der Zuwanderung sich mit diesen Turkvölkern vermischt. Also sehr früh mit einheimischen, ja, westsibirischen Jägern und Sammlern vermischt oder was für eine Lebensweise die bis dahin angenommen haben, wahrscheinlich auch eine nomadische Lebensweise. Und deswegen haben sich die auch von dem kulturellen Habitus schon sehr früh, die Indogermanen in Asien, verändert. Und ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass dann später die Vermischung noch stärker wurde, dass sie sich später dann eben mit Nordostasiaten vermischt haben, also mit den Mongolen vermischt haben, was ja wieder eine andere Herkunftsgruppe ist. Ja. Und weshalb auch der kulturelle Habitus, das sind ja dann später die Skythen, ne? Die fühlen sich auch anders an. Ne? Das sieht man auch an dem Grab, an der Kunst und an der Kultur sieht man schon, dass die sind
die sind nicht so, haben halt einen anderen kulturellen Charakter, als das im Westen ist. So. Damit kann man nun überblicken, dass der bronzezeitliche genetische Turkvolk-Anteil bei den Indogermanen nördlich des Tian Shan in der Eisenzeit bei der Ethnogenese der östlichen Skythen dann bis zu 50% anwachsen konnte. Also anfangs haben sich die Turkvölker zu 8% bei der Ethnogenese dieser zweiten indogermanischen Zuwanderung nach Asien beteiligt, aber die wurden immer mehr, also die haben sich immer mehr mit den Indogermanen vermischt oder die Indogermanen haben sich immer mehr mit den Turkvölkern vermischt. So, und diese Turkvolk-Genetik hat sich dann ausgebreitet, wahrscheinlich durch die Vermischung mit den Indogermanen auch nach Westen und sogar mit ostasiatischer Genetik vermischt. So, das ist habe ich jetzt hier nur summarisch aufgeschrieben, das könnte man sich im Einzelnen nochmal anschauen. Ich habe auch mir die Grafik dazu, die kann man ja im Originalartikel aufrufen und da muss man nach unten scrollen, da kriegt man im Anhang dann die ganzen Grafiken und da ist eine Grafik mit diesen ganzen Balkenmustern und da sieht man ja dann auch, eigentlich sofort, was da alles eingemischt ist bei diesen Völkern. Also die haben sich halt schon sehr viel miteinander vermischt, ja, kaukasisch-neolithisch, anatolisch-neolithisch, osteuropäische Jäger und Sammler, westsibirische Jäger- und Sammlergenetik und dann ist eben auch noch mongolische Genetik dazugekommen und bei den im Ost-Iran kam dann sogar südindische Genetik auch dazu. Das ist dann durch die Indus-Tal-Kultur, die waren ja auch Bauernkulturen, Hochzivilisation und da hat auch sehr viel Vermischung stattgefunden und dadurch ist auch die südindische Genetik sehr weit nach Norden vorgedrungen. Das sieht man ganz grob jetzt hier. Ich will das nicht im Einzelnen analysieren. So, und genau, ähnlich scheint auch die Indus-Tal-Zivilisation nach dieser neuen Studie von Menschen mit einer größeren Vielfalt, 19 Zuschauer jetzt, wird ja immer besser, nach dieser neuen Studie von Menschen mit einer größeren Vielfalt an Herkünften getragen worden sein. Es gibt da fast reine Südinder neben Menschen fast reiner anderer Herkunft und Mischlinge zwischen beiden. Also in der Indus-Tal-Zivilisation, das ist, wie heißt sie denn, Harappa-Kultur. Ja, das ist eine Hochkultur gewesen und in diesen Hochkulturen ist es überall so gewesen, das sieht man jetzt an diesen Ancient-DNA-Studien, die haben sich halt dann schon sehr viel, da hat es dann eben Vermischung gegeben zwischen diesen anatolisch und iranisch-neolithischen Völkern und den jeweils einheimischen Völkern, in diesem Fall den südindischen Völkern. Und wenn man nach Arabien geht mit den arabischen Völkern und wenn man nach Europa geht mit den westeuropäischen Völkern. Also dadurch ist eben die Vielfalt der Völker entstanden, dadurch, dass die sich jeweils mit Einheimischen vermischt haben, aber eben zu sehr unterschiedlichen Anteilen. Und solche Verhältnisse dürfen dann gerne auch schon für die Indogermanen in den Oasenreichen des Tarim-Beckens angenommen werden. Ja, also die Seidenstraße, da ist ein Königreich nach dem anderen. Jede Oasenstadt war ein ganzes Königreich und da waren immer Indogermanen die Könige, aber da hat es eben schon sehr früh Vermischung gegeben mit den Turkvölkern in diesem Fall. Um 1600 vor der Zeitrechnung kommt in die Steppe sogar ein deutlicherer iranisch-neolithischer genetischer Anteil dazu, ja zum Teil auch bis zu 25% ostasiatische Herkunft. Also das ist dann die mongolische Herkunft höchstwahrscheinlich. Es wird allmählich erkennbar, wie komplex hier der Austausch von Menschen und Völkern war. Er ging also offenbar nirgendwo nur einseitig in eine Richtung. Ja, also auch die Turkvölker hatten ein großes Verbreitungsgebiet. In das Verbreitungsgebiet der Turkvölker, also der westsibirischen Jäger und Sammler, sind die iranischen Bauern vorgestoßen und die haben sich mit denen vermischt. Und später sind dann die Indogermanen, die sind in den gleichen Raum vorgestoßen. Und man kann ja sagen, dass gerade nach der ersten indogermanischen Zuwanderung das Verbreitungsgebiet der Turkvölker sich sehr eingeschränkt hat. Das war auch in Europa ja so, durch die Zuwanderung der anatolisch-neolithischen Bauern. Das sind dann Reliktbevölkerung übrig geblieben der einheimischen Völker. Und diese Relikte haben sich dann später wieder, die haben sich dann wieder ausbreiten können. Und bei den Turkvölkern scheint es noch viel stärker so gewesen zu sein. Das habe ich doch irgendwo auch geschrieben, dass eben Reliktbevölkerung eben, also, und das
daraus kann man eine allgemeinere Gesetzmäßigkeit ableiten. Also selbst wenn es in einem Weltteil starke Zuwanderung aus anderen Weltteilen gibt oder geben sollte oder jetzt gerade wieder passiert, dann kann es immer noch so sein, dass sich Reliktbevölkerung in Rückzugsräumen halten. Bei den Turkvölkern war das so am Baikalsee, die haben sich da gehalten, während rund um sie herum ganz viele Indogermanen waren. Und da die Indogermanen irgendwie keine demografische Stabilität aufgewiesen haben, jedenfalls heute gibt es sie da kaum noch, die sind ausgestorben letztlich, aufgrund welcher Umstände auch immer. Und auch aus dem Grund, weil sie sich irgendwann mit den Turkvölkern immer mehr vermischt haben, anfangs zu wenigen, zu 8%, aber später bis zu 50%, die Skythen, die östlichen Skythen. Und dadurch ist es dann eben zu ganz neuen Völkern gekommen durch diese Vermischungsprozesse. Und die Turkvölker haben, obwohl sie anfangs sehr eingeschränkt wurden auf einen kleinen Reliktraum, ne, da im, weiß nicht, im Altaigebirge am Balkansee, haben die sich danach wieder, bis heute ist ja bekannt, die Turkvölker haben sich bis in die Türkei ausgebreitet. Also es gibt eben Rückzugsräume für Völkergruppen. Die können ein bisschen Rückzugsräume zurückgedrängt werden und können trotzdem, wenn sie sich dort stabiler halten und wenn sie neue Lebensweisen annehmen und in dieser Lebensweise auch erfolgreich sind und neue Überlebensstrategien entwickeln. Und das müssen wir. Vor dieser Aufgabe stehen wir heute. Ja, die alten Religionen sind kaputt. Das Christentum ist kaputt, das Heidentum ist auch kaputt. Also, und wir brauchen neue demografische Regime, neue Bevölkerungsweisen, die durch gedankliche Gedankensysteme unterlegt sind, die das stabilisieren. Und das muss jetzt entwickelt werden. Und wir sind jetzt wir sind jetzt auf dem Rückzug. Wir werden immer mehr in Rückzugsräume zurückgedrängt. Also es gibt überhaupt keinen Grund. Letztlich, es ist natürlich ganz viel Kulturverlust, was damit einhergeht. Und das ist sehr zu bedauern. Also ich will hier gar nichts entschuldigen, was hier die Satanisten an bösen Dingen anrichten. Aber es scheint auch doch eine Grundgesetzmäßigkeit der Völkergeschichte zu sein, dass Völker, große Völkergruppen auch wieder in die Defensive geraten können und in Rückzugsräume sich zurückziehen. Und trotzdem, gerade die Turkvölker sind dafür für mich ein gutes Beispiel, und trotzdem aus solchen Rückzugsräumen heraus wieder einen riesengroßen Erfolg haben können. Auch die Indogermanen sind letztlich ja so zu interpretieren. Die osteuropäischen Jäger und Sammler sind immer mehr zurückgedrängt worden von den iranischen Bauern. Aber aus diesem Rückzugsraum heraus, aus der mittleren Wolga, haben sie sich mit den iranischen Bauern vermischt, aber nur zur Hälfte. Ja, das ist so eine Vermischung gibt es ganz selten, meiner Meinung nach, in der Weltgeschichte. In Ostasien sieht man es jetzt, dass es da auch eine 50-50-Vermischung gibt zwischen den nordasiatischen Herkunftsgruppe und einer südasiatischen Herkunftsgruppe, aber sonst findet man das ganz selten. Und die haben sich also so 50-50 vermischt und dadurch plötzlich eine unglaublich erfolgreiche völkische Strategie, also gruppenevolutionäre Strategie entwickelt. Wobei noch zu klären ist, wie die eigentlich beschaffen gewesen ist, diese gruppenevolutionäre Strategie der Indogermanen. Denn das Wesentliche bei einer gruppenevolutionären Strategie, das ist ja der Begriff von Kevin MacDonald, gruppenevolutionäre Strategie heißt, welche Mechanismen führen dazu, dass ein Volk viele Kinder hat. Das ist letztlich das ausschlaggebende Kriterium, also bestandserhaltende Geburtenzahl. Und das hat was mit Religion zu tun, das hat was mit Wirtschaftsweise zu tun, das hat was mit Kultur zu tun, mit Sprache zu tun, mit ganz vielen Faktoren. Und diese ganzen Faktoren muss man eben durchdeklinieren, um für die Deutschen und für die indogermanischen Völker, für die Weißen, demografisch stabile Geburtenzahlen herzukriegen. Um nichts anderes geht es. Also das hatte ich nämlich schon in meinem letzten Livestream, dass ständig auf der Vermischung rumgeritten wird. Vermischung ist eben nicht per se Völkermord, sondern aus Vermischung kann unter anderem auch können neue Völker entstehen. Es können Völker untergehen. Und wenn die bewusst herbeigeführt wird, ist es auch Völkermord, gebe ich zu. Aber ich will das nicht immer so auf diese AfD und Pegida-Schiene alles so, ist Völkermord, die machen uns kaputt und kaputt. Also ich will euch mal eins sagen, ja, die Deutschen wissen spätestens seit 1918, dass die Weltgeschichte ihnen ans Leder geht. Ja. Und wenn jetzt 2015 so ein paar Spinner
Und die größten Teil sind der Kommentare, möchte ich jetzt mal, ich will nicht sagen, dass ihr Spinner seid, aber was haben denn eure Eltern gemacht, eure Großeltern? Haben die sich genügend darum gekümmert, dass Deutschland überlebt? Haben sie natürlich nicht, sonst müsstet ihr ja nicht aufwachen. Ja, also es ist, und diese ganze Sprache hier, Flamme des Herrn, hier, Vermischung ist Völkermord, nein, das ist viel zu pauschal, das ist viel zu undifferenziert. Viel zu undifferenziert. Und deswegen kommt es einfach darauf an, dass man sich bildet, dass man sich mit dem Wissensstand unserer Zeit in Einklang setzt, damit man weiß, wie funktioniert eigentlich Völkergeschichte. Völkergeschichte war nie einrassig, Mono war nie Reinrassigkeit. Aus Reinrassigkeit ist nie was entstanden. Das hat sogar schon der berühmte Rasseforscher Fischer 1933 in öffentlichen Vorträgen gesagt, dass die rassereinsten Völker am wenigsten Kultur hervorgebracht haben. Und dass die Völker, die sich vermischt haben, zum Beispiel in Norddeutschland ist weniger Kultur hervorgebracht worden als in Süddeutschland. Das war seine These damals. Ich glaube, Emil Fischer heißt er. Kann man googeln. Also also Vermischung ist nicht per se Völkermord. Das ist Quatsch. Ja? Das muss viel, viel differenzierter gesagt werden. Und wenn ich hier höre, Flamme des Herrn, das ist ja sowieso christlich monotheistischer Quark. Was soll es denn sonst sein? Also ich bitte doch um ein bisschen mehr differenziertere Kommentare. Ich habe das letzte Mal mich darauf ein bisschen mehr eingelassen, aber das war auch beim letzten Mal beim Livestream, ist mir danach klar geworden, was soll diese Gerede? Ja, Zuwanderung ist schlecht und Vermischung ist schlecht, aber das passiert. Und wir paar Hanseln mit ein paar blöden Kommentaren wird man daran nichts ändern. Gar nichts, ja. Und schon gar nicht mit Brahma basieren, ja. Sondern es ist zu fragen, es geht gar nicht darum, ob Zuwanderung passiert oder nicht. Das Hauptproblem ist, dass die Deutschen zu wenig Kinder haben. Und es ist zu fragen, warum haben wir alle zu wenig Kinder? Das ist doch jeder von den Kommentaren. Nennt mir mal, wie viele Kinder ihr habt. Nennt mir mal, wer eine stabile Ehe hat. Eine monogame Ehe, so wie es bei den Germanen war, mit 23 geheiratet, die eine Ehe, die bis zum 80. Lebensjahr hält. Das möchten Kinder. Unsere Kinder möchten das. Die wünschen sich das. Kriegen wir das hin? Wer kriegt das hin? Ja, hör doch auf mit dem Quatsch hier. So, also jetzt... die eisenzeitliche Genetik des Küten und Sarmaten. Also offenbar war, ja, diese Völker sind alle untergegangen. Also die indogermanischen Völker stehen in der größten Gefahr unterzugehen. Das stimmt schon. Es gibt schon, also das muss man eben alles durchdeklinieren. Mathilde Lundorf hat das genauso gesagt. Die indogermanischen Völker stehen in viel größerer Gefahr unterzugehen als alle anderen Völker, weil sie sich auch viel leichter einlassen in weil sie in ihrem Übermut, ja, die fühlen sich ja so siegessicher und so überschwänglich, dann vermischen sie sich mit anderen Völkern. Das ist beim Alexander dem Großen ganz klar sichtbar. Der war total voller Übermut, ja. Und dann hat er gesagt, hat er seinen eigenen makedonischen und griechischen Soldaten gesagt, ja, vermischt euch doch mit den persischen Frauen. Ja, und auf so gehen dann, ich habe 8 Kinder, alle blond und blauäugig, 5 Söhne, gut. Dann, wenn das wahr sein sollte, ich gehe mal davon aus, aber warum nennst du die Flamme des Herrn, ist mir egal, aber dann ist ja alles gut, ja, dann will ich ja nichts gesagt haben. Dann sag bitte den anderen, wie sie es auch machen sollen, wie sie das auch hinkriegen mit 8 Kindern. Das ist wahrscheinlich, wenn du der Mann bist, liegt es wahrscheinlich eher an deiner Frau. Ne? Dann braucht man eine gute Frau, eine Frau, die da mitmacht. Und wer die hat, der darf sich glücklich schätzen, ja. So. Gut. Ja, das ist die Voraussetzung. Ich würde, also für mich ist es auch so, dass diejenigen, also es gibt ja die Überlegungen, dass man aufs Land zurückgehen muss, dass man einfach Bauer sein muss. Das ist wirklich so, daran sind wir angepasst. Unsere ganze Psyche, unsere ganze Instinkte, sogar unsere immunbiologische Aufstellung ist daran angepasst, dass wir auf Bauernhöfen aufwachsen. Da haben wir am meisten Kinder, da haben wir auch am meisten Spaß, da haben Kinder am meisten Spaß und so weiter. Also ich bin schon der Meinung, also einerseits akademische Bildung ist auch wichtig, das geht nur in Städten und in Universitäten. Also da muss man eben zweigleisig fahren, meiner Meinung nach. Das ist heute gefordert. Einerseits brauchen wir viel Kinder und auch die intelligenten Menschen brauchen viele Kinder. Es geht nicht nur darum, dass irgendwelche Leute viele Kinder haben, sondern dass intelligente Menschen viele Kinder haben, begabte Menschen. Na gut, ich denke mal, viele haben das schon verstanden. So, ich will mit meinem Thema aber fertig werden hier. Offenbar waren die indogermanischen Völker und Reiche Asiens, also früher als bisher gedacht, sozusagen multikulturell. Ja,
Das müssen wir ja festhalten. Die waren multikulturell. Und das geht auch aus allen Schriftdokumenten hervor. Ja. Gerade auf der Seidenstraße, da gibt's, ich habe da einen Blogartikel geschrieben, weiß nicht, ob ich den so schnell finden würde jetzt hier. Es hat eine super tolle Ausstellung gegeben in Deutschland über die, weiß nicht, wie das hieß, über die Seidenstraße. Und da ist tolle, in dem Ausstellungskatalog habe ich ganz tolle Aufsätze gefunden. Also die deutsche Forschung, ist sowieso führend, was die Kulturen der Seidenstraße betrifft. Und die Kulturen der Seidenstraße, da hat es 10, 20, 30 Sprachen gegeben an der Seidenstraße. Und diese Sprachen kamen aus Indien. Da hat es 20, 30 verschiedene Religionen gegeben an der Seidenstraße. Und jetzt sehen wir, was für unterschiedliche genetische Herkunft diese ganzen Völker waren und in welchen Kombinationen das aufgetreten ist. Die Verhältnisse, die man ab 600 vor der Zeitrechnung in Tarim-Becken vorfindet, also in der Taklamakan-Wüste, können schon 1000 Jahre früher viel weiter westlich vom Tarim-Becken ebenfalls gefunden werden. Die eisenzeitliche Genetik der Skythen und Sarmaten hat sich nach dieser Studie hier, von dem Narasimhan, aber letztlich David Reich, nach dieser Studie schon ab 1500 vor der Zeitrechnung in Teilen der Turan-Region gebildet. Und daraus lässt sich auch die feststellbare indogermanische Zuwanderung nach Südindien, das war ja auch so klasse, also da passiert ja so viel, lässt sich zeitlich genauer eingrenzen, denn sie wird vermutlich vor der dortigen Ethnogenese der Skythen, Sarmaten ab 1500 vor der Zeitrechnung gelegen haben, da diese noch keine ostasiatische Genetik mit nach Indien brachte. Also was da alles für riesengroße weltgeschichtliche Zusammenhänge in einer genetischen Studie alle genannt werden. Also Sie können jetzt sagen, die indogermanische Zuwanderung nach Südindien, die hat man ja früher ab 2000 vor der Zeitrechnung grob eingegrenzt. Das war aber nicht so früh, aber es war auch nicht später als 1500 vor der Zeitrechnung. Also man kann es jetzt immer enger eingrenzen. Wann sind die Indogermanen in Südindien zugewandert? Und das kann man deshalb eingrenzen, weil diese Zuwanderung noch keine ostasiatische Genetik mit sich gebracht hat, also keine mongolische Genetik von den Hunnen letztlich, von den Weißen und von den anderen Hunnen. So, und da ist noch ein englischsprachiges Zitat. It is possible that there were unsampled groups in Central Asia with negligible East Asian admixture that could have migrated later to South Asia. However, at least some possible all of the steppe pastoralist ancestry in South Asia owes its origin to southward pulses in the second millennium BC. Also, so, Ostak sagt noch was. Wann sollen denn die Indogermanen in Westeuropa eingewandert sein? Die Indogermanen in Westeuropa sind eingewandert mit der Schnurkeramik und mit den Glockenbecherleuten. Die Schnurkeramik hat sich um 2800 vor der Zeitrechnung, ich vermute, im Weichselraum gebildet. Da hat man ja auch im Weichselraum, hat man ja jetzt anatolisch-neolithische Bauern der Kugelamphorenkultur erschlagen gefunden. Und zwar erschlagen mit diesen Streitäxten der Indogermanen, der Streitaxtkultur der Schnurkeramiker. Und das ist im Weichselraum passiert, da in Südpolen. Und auch, ja, Südpolen hauptsächlich, also nördlich des, wie heißen die Beskiden oder wie heißen denn das da, das Gebirge da nördlich von. Also da die Weichsel mündet ja, die Weichsel entspringt ja im Gebirge da in Südpolen und auch im östlichen Teil von Schlesien. Die Beskiden sind das, da kommt die Weichsel her und die fließt ja dann in einem großen Bogen über Warschau wieder zurück nach Danzig. Und in dieser riesengroßen Region, irgendwo dort sind die Schnurkeramik entstanden, wo die Glockenbecherkultur, die ja parallel sich ausgebreitet hat zu der Schnurkeramikkultur, wo die entstanden sind, ist noch nicht so klar, aber ich glaube, es deutet sich immer mehr darauf hin, dass die irgendwo da auch in den Karpaten entstanden sein müssen. Genau, ab 2800 vor der Zeitrechnung und das ging dann sehr schnell. Und die müssen, das geht auch nur, also wenn Völker sich so schnell in sehr viele Richtungen ausbreiten, das geht nur, dass die massiv viele Kinder hatten, so wie hier der Flamme des Herrn, ja, dass die Frauen viele Kinder hatten, also 8 bis 10 Kinder, ja. Anders geht das gar nicht. Das ist immer, wenn Völker sich, wenn auch bei den Bandkeramikern, den iranischen neolithischen Bauern und den
anatolischen neolithischen Bauern, wenn die sich schnell ausbreiten, die hatten einfach massiv viele Kinder. Und wenn Völker viele Kinder haben, dann haben die einfach Spaß am Leben. Das kann man nicht anders sagen. Denen macht das Leben sehr, sehr viel Spaß. Die sind nicht so degeneriert und zutiefst enttäuscht vom Leben wie wir heute. Und den Bandkeramikern sieht man das auch an der Kultur. So, was kommt hier noch? Ja, die nordische, also stellt gerne Fragen. Ich bin jetzt mit meinem Referat fertig und ich würde irgendwann auch die Kamera ausstellen, wenn ihr nicht noch Fragen stellt. Wann, also die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens von Hans-F.K. Günther ist ein interessantes Buch. Kennst du das? Ja, das habe ich schon im Kommentar in der Videobeschreibung zu meinem letzten Livestream genannt. Ja, natürlich kenne ich das. Der Hans-F.K. Günther hat das wissenschaftlich von der Sache her wahnsinnig gut aufgearbeitet. Ich glaube, er war auch einer der Ersten, der dieses Thema so aufgearbeitet hat, wie man heute von der Wissenschaft her alles auch weiß. Also er hat zum Beispiel, es gibt ja diese Felsmalereien von den Toharern da in irgendwelchen Höhlen, im Tarimbecken, das hat er da in dem Buch drin. Die sehen eben europäischer aus, die sehen schon vermischt aus, das sind nicht reinrassige Europäer, aber man sieht, dass das keine Chinesen sind, sondern irgendwelche Mischvölker. Und solche Hinweise hat er im Iran gesammelt, in der Xinjiang-Region, also im Tarim-Becken und in Tadschikistan, überall hat er das gesammelt. Und das ist später fortgesetzt worden. Das war nicht nur der Hans-F.K. Günther, mein Professor Wolfram Bernhard an der Universität Mainz, Anthropologe an der Universität Mainz, der hat Ethnogenese der iranischen Völker, hat er ganz, also anhand der physischen Anthropologie, der traditionellen letztlich Rassekunde, Wolfram Bernhard hat mir auch noch den Kopf vermissen im Seminar. Also das ist auch nach 45 weitergeführt worden in Mainz von der Ilse Schwedetzky und der Schüler war dann Wolfram Bernhard und in Hamburg. So, Hallöchen, Ala Dais. Welches Volk ist den Urindogermanen am ähnlichsten? Ja, das ist eine spannende Frage. Sehr spannend. Freut mich. Würde ich auch gerne wissen. Also ich habe ja mal neulich irgendwo geteilt, auf Twitter habe ich das gesehen, so eine Grafik, wo die heutigen Völker, die ethnischen Herkunftsanteile der heutigen Völker aufgezeichnet sind. Und da sieht man also genetisch am ähnlichsten sind sie in Skandinavien. Und meiner Meinung nach ist das deshalb so, also Skandinavien und die Letten, Litauer und die Esten, was ein bisschen komisch ist. Ja. Und warte mal, ich will das erstmal beantworten. Warte mal, die anderen Fragen komme ich gleich auf. Welches Volk ist in Urgänger? Also in Skandinavien, und ich glaube, dass das in Skandinavien deshalb so ist, also da haben sich die Indogermanen am reinsten erhalten, weil dort die Besiedlungsdichte, als sie dorthin gekommen sind, die Schnurkeramiker und Glockenbecherleute, war da viel geringer als bei der Kugelamphorenkultur im Süden und im mediterranen Raum, da war die Siedlungsdichte schon viel, viel höher. Und die haben höchstwahrscheinlich, so kann man sich es wohl vorstellen, sehr, sehr viele Menschen erschlagen, schon so wie in einem Weichselraum. Also Krieg war eben früher was anderes als heute. Also da wurden, das war auch Völkermord, wird man so sagen können. Das war ja Replacement, sieht man immer wieder. Und also wenn man sehr viele Menschen erschlägt, in Skandinavien, dann bleibt einem eigentlich gar nichts übrig und dann sind halt nur noch Indogermanen da. Wenn man in Italien sehr, sehr viele Menschen erschlägt, bei einer viel höheren Siedlungsdichte, dann bleiben immer noch viele Menschen übrig und dann bleiben alte Indogermanen, sind dann eben nur ein Teil des Gesamtgenoms der künftigen Bevölkerung, die dort lebt. Und deshalb glaube ich, das ist der Grund, weshalb in Skandinavien heute am reinsten Indogermanen leben, obwohl die Indogermanen gar nicht aus Skandinavien stammen. So, das heutige System, die Satanisten, sorgt doch dafür, dass wir keine Kinder mehr bekommen. Und wenn, dann maximal eins. Ja, und da ist dann eben, wäre meiner Meinung nach die AfD gefordert oder alle, die die Interessen der Völker vertreten, dass das geändert wird. Ja, das ist viel, viel wichtiger, als ständig über irgendwelche Flüchtlingsboote im Mittelmeerraum zu reden. Ja, und meiner Meinung nach ist das ganz leicht. Ich habe schon 1994 als Prüfungsthema den vierten Familienbericht der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Da ist das alles schon durchdekliniert worden. Was muss passieren, damit deutsche Familien genug Kinder haben? Und das hat auch die Familienpartei Deutschlands hat das auch schon durchdekliniert, also allein vom finanziellen Standpunkt her. Also ein Elterngehalt muss her. 500 Euro pro Kind, damit die Eltern zu Hause bleiben können und sich um ihre Kinder kümmern können. Oder Haushaltshilfen. Also das ist alles schon durchdacht, da kann man andere Videos machen.
Und das müsste halt die AfD fordern. Ich habe davon auch nichts gehört. Die Familienpartei Deutschlands hat das eine Zeit lang gefordert. Aber die Jesuiten sind überall mit drin und die Satanisten und die Monotheisten, die machen das kaputt. Der Konrad Adenauer hat schon 1956 gesagt, Kinder bekommen die Leute von alleine, weil schon 1956 die damaligen deutschen Sozialreformer, Gerhard Mackenroth, die richtigen Vorschläge gebracht hatten. Der Gerhard Mackenroth hatte damals einen Familienlastenausgleich gefordert. Der hat gesagt, das Gleiche, was bei der Rentenreform damals gemacht wurde, also man muss sich darum kümmern, dass die Renten ordentlich sind und man muss sich darum kümmern, dass es einen Lastenausgleich gibt zwischen denen, die viele Kinder haben und denen, die wenig Kinder haben. Das heutige Steuersystem und alle Sozialabgabensysteme begünstigen ständig nur die Kinderlosen. Das ist lange bekannt und wird nichts geändert. Das ist ein Zeichen dafür, dass die christlichen Regierungen und auch die SPD-christlichen Regierungen und die grün-christlichen Regierungen, dass die alle kein Interesse am Überleben der, am genetischen Überleben der Deutschen haben. Mit wem oder was haben die Khazaren? Welche Verwandtschaft? Khazaren, das war lange Zeit, hieß es, dass das die Ursprungsvolk der aschkenasischen Juden sind. Das haben aber die genetischen Studien längst schon vor 10 bis 15 Jahren rausgebracht, dass sie das nicht sind. Was jetzt die Khazaren sind, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich stehen die auch so wie die anderen Steppenvölker, teils mongolischer Herkunft, teils indogermanischer Herkunft, teils iranischer Herkunft. Das wird so ein Mischvolk sein, wie es alle Völker dort sind. So, Ingo, seit dem Zweiten Weltkrieg wurde so krass an der Psyche der Deutschen manipuliert. Es wundert nicht, dass zum Beispiel Frauen eher Karriere als Selbstverwirklichung ansehen und nicht Familie. Ja, wundert nicht. Aber es gibt, man muss sich eben ausklinken. Also es gibt Gruppierungen, die das seit dem Zweiten Weltkrieg lange kapiert haben und die genug Kinder haben. Also die in den USA, die Deutschen, die Amish People, die haben das, die machen da nicht mit. Man darf halt einfach nicht mitmachen. Man muss sich ausklinken und für sich sein Ding machen. Die Amish People haben genug Kinder. Die Hutterer in den USA haben auch genug Kinder. Das sind jetzt christliche, da ist die Grundlage christlich, aber es gibt auch heidnische Gruppierungen, die haben genug Kinder in Deutschland. Die sind sehr klein, die kennt keiner, die sind auch nicht öffentlich. Aber wenn man sich zum Beispiel in der Ludendorff-Bewegung, da sind auch viele Kinder da. Also das geht doch. Man muss sich einfach nur im Denken, das Denken ändern und sich darauf ausrichten, worauf es eigentlich ankommt. Dann kann man genug Kinder haben. Hypnose, natürlich. Also das ist doch alles verstanden. Müsst ihr doch nicht dauernd wiederholen. Wie oft wollt ihr da noch drüber diskutieren? Das haben wir doch verstanden, dass die Deutschen kaputt gemacht werden sollen, und zwar psychisch, ja, und durch Umerziehung und durch Gehirnwäsche und alles. Und aber auch durch Zersetzung. Es werden eben alle Gruppierungen, die einigermaßen ordentlich funktionieren, die werden zersetzt, ja, von innen heraus. Ja, es ist bekannt, das wissen die freikristlichen Gemeinden in den USA, wissen das schon seit Jahrzehnten. Die freikristlichen Gemeinden, also die im Umfeld der Mennoniten und der Amish People, dass sich Jesuiten als Pfarrer in diese Gemeinden einschleichen, auch die Frauen heiraten, weil die sind ja verheiratet. Als Jesuiten sind die verheiratet und zersetzen diese Gruppierungen. Also die Jesuiten zersetzen sowas. Und die sind überall. Die schrecken vor nichts zurück. Das ist heute immer noch so. Ich habe gerade ein Video gemacht, das ich noch hochladen will, über die Schlacht, über den 30-jährigen Krieg, und die Jesuiten, da haben sie das Gleiche gemacht, auf andere Methoden. So. Viele Frauen über 30 ohne Kinder, ja. Und jetzt hier überall. Alle, keine Lehrstellen werden mehr vollständig besetzt. Also das wird krass, was wir hier in Deutschland erleben werden in den nächsten Jahrzehnten. Es wird keine Handwerker mehr geben, keine Fachkräfte mehr geben. Schon heute fängt das an. Und niemand redet darüber, dass wir die Geburtenzahlen erhöhen müssen. Niemand redet darüber in der Öffentlichkeit. Wir reden über den Fachkräftemangel, wir reden über Migration. Niemand redet darüber, dass wir einfach mehr Kinder haben müssen. Da kann die Regierung was dafür tun. Da kann sie massiv was dafür tun. Und niemand redet darüber. Und da ist ja schon klar, dass das alles manipuliert ist. Dass niemand will, dass das begabteste Volk der Weltgeschichte, ne, die Indogermanen, dass die ausreichend Kinder haben, die Weißen sozusagen. Wobei ich noch sagen wollte, ich habe das in einem Blogartikel behandelt. Ich kann den auch hier auf Studium Generale habe ich einen Blogartikel geschrieben, der gefällt mir ganz gut, weil ich da selbst auf völlig neue Gedanken gekommen bin. Augenblick mal, das kann ich gerade nochmal raussuchen.
alles hier 2019. Bam, bam, Juni. Genetik und Kultur, ihr Einfluss auf die Begabung der Völker. So heißt der Artikel, im Juni 2019 erschienen. Und da ist das, was ich hier, da ist diese Grafik, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, da kann ich das ja nochmal referieren. Hier, das ist jetzt der Artikel Genetik und Kultur, ihr Einfluss auf die Begabung der Völker im Juni 2019. Italiener, Slawen, Franzosen, Deutsche. Was ist ihnen gemeinsam, was unterscheidet sie? Denn da sehen wir, am meisten Jamnaya-Genetik haben heute die Norweger. Am zweitmeisten haben es die Litauer. Am dritthäufigsten die Esten, am vierthäufigsten die Isländer, dann kommen die Schotten, die Tschechen, die Weißrussen, die Ungarn, die Ukrainer, die Engländer. So, und jetzt habe ich, die Deutschen kommen in diesem Ganzen nicht vor, aber ich würde sagen, die Tschechen und die Deutschen werden sich sehr ähnlich sein, was den Indogermanen-Anteil betrifft und auch was den anatolischen neolithischen Anteil und die westeuropäischen Jägersammler-Anteil betrifft. So, da werden die sich sehr ähnlich sein und geht das mal durch und dekliniert das mal für euch durch. Zum Beispiel die Norditaliener, wo sind die? Die hatte ich irgendwo, Franzosen hier. Und dann die Tusken, also Toskana, die Menschen der Toskana, also Norditaliener, die haben einen sehr geringen Indogermanenanteil. Die haben gar keinen westeuropäischen Jäger-Sammler-Anteil und einen sehr hohen anatolisch-neolithischen Anteil, fast so hoch wie die Sardinien, auf Sardinien. Und in Norditalien ist ganz, ganz viel wertvollste Kulturleistungen der Europas hervorgebracht worden. Also ich würde, diese Grafik zeigt, dass die Genetik allein nicht ausschlaggebend ist. Zum Beispiel die Litauer oder die Esten haben ja nicht die große kulturelle Höchstleistung erbracht in der europäischen Geschichte. Es liegt auch an der Größe der Völker, aber auch die Norweger nicht. Also indogermanischer genetischer Anteil reicht nicht, um ein begabtes Volk zu sein. Da gehört noch Muttersprache dazu, da gehören auch historische Entwicklungen dazu. Also indogermanische Genetik reicht dazu nicht. Sie ist eine gute Voraussetzung, aber ausreichend ist sie nicht. So, jetzt geht's weiter. Oh, jetzt werden aber immer mehr hier. 19 Zuschauer und ich bin schon eine Stunde hier am Quasseln. Herr von Dodenstein ist da. Halt, jetzt muss ich erstmal, ich war noch vorher. SPD, wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Naja, okay, ein bisschen doof, ja. Die Regierungen sind nicht christlich. Wahre Christen fördern Kinderzeugung der indigenen Bevölkerung. Naja gut, solche Christen gibt es auch. Aber die heißen christlich. Wie heißen sie? CDU, Christlich-Demokratische Union. Und in der SPD gibt es einen laizistischen Arbeitskreis und der ist nur inoffiziell, der hat noch nicht mal offizielle Anerkennung durch die SPD bekommen, was zeigt, wie stark die Christen sogar in der SPD sind, der alten Arbeiterpartei. Naja, ich will alles doofe Themen. Hab gestern den Zapfenstreich hereingeschaut, Yorkshire Marsch und so, da kann man bloß sagen, heiliges Deutschland. Na, natürlich. Wir stehen in einer riesengroßen kulturellen Tradition, aber man erinnere sich daran, auch die antiken Griechen, die haben eine gigantische kulturelles Erbe auf ihren Schultern getragen und sind untergegangen, die sind ausgestorben, die waren irgendwann nicht mehr da. Der letzte war Julian Apostata, ne? Julian der Abtrünnige, der wollte das Heidentum restaurieren und wollte die griechische Kultur erhalten wissen. Und da gab es andere, die auf ähnlicher Linie gearbeitet haben und sie haben es nicht geschafft. Die antik-griechische Kultur ist untergegangen. Und das ist das, was den weißen Völkern Nordeuropas, Mitteleuropas und Nordeuropas zurzeit läuft alles darauf hinaus. Das Zersetzen habe ich in unserer Partei erlebt. Parallel zersetzt sich gerade die alternative Szene auf YouTube mit Ego. Ja, das war ja super, ne? Was der vegane Germane, ich finde das nur so symptomhaft, wie der vegane Germane dauernd auf dem Hagen Grell herumreitet. Ich glaube sogar, der vegane Germane hat meistens von der Sache her total recht, aber ich würde dann einfach schweigen und weggucken und irgendwas was Aufbauendes, Positives machen und nicht ständig auf dem Hagen Grell rumreiten. Nein. So, ich glaube, diese Videos, die ich hier mache, die sind aufbauend, einfach mit Wissen, mit dem aktuellsten, neuesten Wissen beschäftigen, dann kann man überhaupt nicht in destruktive Verhaltensweisen kommen. Das geht gar nicht, ist unmöglich.
Ja, und es ist sehr auffallend, dass solche Videokanäle wie meiner das kaum wahrgenommen werden. Obwohl eigentlich nur Aufbauendes von ihnen ausgeht. Aber vielleicht gerade deshalb werden sie nicht wahrgenommen. So, und macht niemand auf sie aufmerksam. Wir sind Christen und leben trotzdem die keltogermanische Tradition. Wir glauben auch an die alten Götter. Nur sind sie eben auch geschaffene Wesen. Ja, gut, das müssen wir uns im Einzelnen nochmal zusammensetzen, Herr Flamme des Herrn, was ihr da für komische... Ich will nicht sagen, nee, komisch nicht, muss man so angucken. Ich habe mich jetzt auch heiser geredet, ich kann jetzt erstmal nicht. Aber ich würde gerne, ja, das klingt irgendwie interessant. Klingt interessant und würde ich gerne im Gespräch miteinander bleiben. Sogar die Christian Science ist von Jesuiten unterwandert. Ja, der bekannteste Popularisierer von Wissenschaft, Harald Lesch, hat ein Papstbild auf seinem Schreibtisch stehen. Also wenn man irgendeinen Jesuiten im Fernsehen suchen will, muss man nur Harald Lesch sich angucken. Also bescheuert, da kann es ja wohl nicht sein. Erst einerseits für Wissenschaft einstehen und andererseits den Papst verehren, das geht nicht. Das ist Quatsch, das passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Ja, da haben die Freimaurer nicht aufgepasst. Naja, die Freimaurer sind genauso dabei. Es gibt keinen Widerspruch zwischen vorchristlicher Kultur und christlichem Glauben. Oh, da können wir noch lange drüber diskutieren. Das will ich jetzt erstmal nicht. Sind die Ludendorfer im ganzen Bundesgebiet vertreten? Ja klar, wenn wieder neue dazukommen, die werden immer weniger. Also das liegt daran, soweit ich das so von außen übersehe, ist das, machen die wenig Öffentlichkeitsarbeit, setzen sich mit der Umwelt wenig, die sind ein abgeschlossenes Grüppchen. Manchmal kommen von außen welche dazu, aber wenig. Und die sind auch gar nicht so interessiert, dann neue dazu zu kriegen. Ja? Das ist ein bisschen komisch. Also die Psychologie der Ludendorfer, darüber will ich jetzt nicht so viel sagen. Guckt es euch selber an, fahrt hin, ihr müsst hinfahren, müsst einfach Kontakt aufnehmen, müsst euch, ne, und redet mit denen und ja, wenn ihr dazukommt, werden sie mehr, aber zurzeit ist der Mitgliederrückgang sehr, sehr stark. Alles, was ich höre, ist der Mitgliederrückgang sehr, sehr stark. Obwohl es viele kinderreiche Familien noch gibt, aber selbst das reicht nicht, weil selbst die Kinder niemals gesichert ist, dass die Kinder dann auch das weitermachen, was die Eltern mal vertreten haben. Das ist auch schwer genug. Also die Ludendorffsche Philosophie hat einen hohen Anspruch und das will sich auch nicht jeder antun, diesen hohen Anspruch. Auch von den Kindern der Ludendorfer nicht. So, na. Vedisches Wissen tut es auch. Na? Also das Christentum kommt nicht aus Europa. Das Keltentum würde ich noch gelten lassen, das ist europäisch, ja. Christentum ist nichts Deutsches, ist völlig undeutsch. Jesus Christus war kein Deutscher, war noch nie mal ein Arier, das ist ja alles Quatsch. Und also das hat nichts mit Deutschland zu tun. Und Vedentum ist auch sehr, sehr weit weg. Also wenn man hier sich mit Mathilde Ludendorff beschäftigt, dann ist man in Deutschland. Ich würde sagen, allein von den geografischen Herkunftszonen würde ich mich aber eher mit Mathilde Ludendorff beschäftigen. Und da hat man Saft. Das ist auf dem gleichen Niveau wie Kevin MacDonald. Das ist einfach in der Nähe der Wissenschaft. Und das ist sehr differenziert durchdekliniert. Alles das, was ich hier über die Vermischung der Völker sage, kann man in Bezug setzen zu dem, was Mathilde Ludendorff auch über die Volksseele und ihre Machtgestalter gesagt hat. Das werde ich auch alles noch machen. Das ist noch, man kommt ja kaum hinterher die neueste Forschung zur Kenntnis zu nehmen. Aber wenn wir dann erstmal einigermaßen einen Überblick haben, dann wird die nächste Aufgabe sein, das in Bezug zu setzen zu der Völkerpsychologie, zu den völkerpsychologischen Ansätzen, die es eben in Deutschland und in den englischsprachigen Welt gibt. Ja, in der englischsprachigen Welt gibt es den Herrn Kettel. Da habe ich ja auch schon darauf hingewiesen. Weiß nicht, die Vornamen Kettel, da will ich auch noch viel drüber machen. Also es gibt verschiedene völkerpsychologische Ansätze und ich glaube, die Mathilde Ludendorff ist dann nicht die schlechteste, ist eher sogar die beste. Das gibt es nicht in den Veden, völkerpsychologische. Also einfach, die Mathilde Ludendorff hat sich mit Charles Darwin auseinandergesetzt. Ich hört mir auf mit Christentum und mit Kelten. Das ist alt. Es ist sehr, sehr alt. Wir leben im 21. Jahrhundert. Man muss sich mit moderner Wissenschaft beschäftigen und muss seine Religion in Bezug setzen zur modernen Wissenschaft. Das ist gefordert, das ist unser heutiger Anspruch. Einen anderen Anspruch gibt es gar nicht. Stimmt es, dass die Griechen durch Vermischung untergegangen sind? Ja, naja, die Griechen sind vor allem durch Kinderarmut untergegangen. Es gibt schon im ersten Jahrhundert vor der Zeitrechnung gibt es Berichte, dass ganze Landstriche in Griechenland leer waren, dass sie keine Kinder hatten. Und dann haben die Griechen sich in der Zeit des Hellenismus über die gesamte
antike Welt ausgebreitet, ja, nach Ägypten bis nach weit ins Perserreich hinein, ins Römische Reich hinein, ja. Also die Griechen, wie die untergegangen sind, die sind schneller untergegangen. So schnell kann man gar nicht hingucken, so schnell sind die untergegangen. Also die sind einfach, die haben sich verdünnt und waren plötzlich gar nicht mehr da. Die haben zwar alle noch Griechisch gesprochen in der Spätantike, aber das waren ja keine ethnischen Griechen, keine genetischen Griechen mehr. So. Ja, das Thema, da hat der Hans F.K. Günther auch schon ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Volksgeschichte des hellenischen Volkes und auch ein ganz tolles Buch, das heißt Volksgeschichte des römischen Volkes. Da ist das sehr schön durchdekliniert und alles das, was der Hans F.K. Günther zu dem Thema gesagt hat und später Ilse Schwiedetzki und noch später Wolfram Bernhard und noch später Andreas von Dach, alles das wird jetzt verifiziert, meistens verifiziert, zum Teil auch falsifiziert durch die moderne Archäogenetik. So, Burly Bear. Mich würde schon interessieren, was die Khazaren Ashkenazi Jews sind. Warum gab es hier und da ein Albanien? Albanien weiß ich jetzt nichts. Da weiß ich jetzt gar nichts. Also Albanien und Ashkenazi Jews, lassen Sie mal das Nazi weg, das brauchen wir jetzt hier nicht. Was die Khazaren, also ich habe ja schon gesagt, die Khazaren, also es gab früher die Überlegung, die ging aus von dem Herrn Köster, Arthur Köster, der 13. Stamm, glaube ich, hieß das. Ich habe das Buch gelesen, ich fand das damals sehr spannend, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das sehr, war einfach ungewöhnlich und war spannend argumentiert. Und ich ganz ehrlich, ich glaube, zur damaligen Zeit haben die Juden selbst nicht gewusst, wo sie herstammen. Ich weiß es nicht, ob das würde ich gerne noch wissen, ob die aschkenasischen Juden ein traditionelles Wissen darüber hatten und ob das traditionelle Wissen über ihre Herkunft, ob das was sie um 1900 herum hatten, ob das übereinstimmt mit dem, was wir heute wissen über die genetische Herkunft der aschkenasischen Juden. Also heutiges Wissen ist, die aschkenasischen Juden stammen aus den Schumstädten am Rhein. Ja? Also die Schumstädte, könnt ihr auf Wikipedia nachlesen, sind Mainz, Worms, Speyer und Mainz, Worms, Speyer, da gibt es noch eine vierte Stadt. Das sind die Ursprungsstädte des aschkenasischen Judentums. Also das aschkenasische Judentum, das sind heute 10 Millionen Menschen, ein Volk von 10 Millionen Menschen, die sind hervorgegangen aus wenigen hundert Menschen vor 1000 oder 1500 Jahren. Und sobald mein letzter Kenntnisstand reicht, waren das Juden, die aus Norditalien nach Worms zugewandert sind. Im Mittelalter, Frühmittelalter oder Hochmittelalter, um 1000 herum. Das ist sehr, sehr spannend, wie die aschkenasischen Juden entstanden sind. Aber die Khazaren sind raus. Die sind wirklich raus. Die Forschung hat das widerlegt. Die Khazaren sind es nicht. Also das waren höchstwahrscheinlich Norditalien. Also die Genetik weist immer wieder, habe ich das immer wieder auch gesehen, der europäisch-genetische Anteil der aschkenasischen Juden kommt aus Norditalien. Die sind ja zur Hälfte europäischer Herkunft und zur Hälfte orientalischer Herkunft. Und ich hatte anfangs gedacht, die haben sich mit den Germanen vermischt, mit den Vandalen vielleicht, mit den Langobarden in Norditalien. Vielleicht ist das die Genetik, die aschkenasischen Juden haben, denn da gibt es viele Blonde und Blauäugige. Ja, der Hans F.K. Günther hat keine Ahnung, müsst ihr mal lesen, die Rassegeschichte des jüdischen Volkes von Hans F.K. Günther, der hat völlig im Dunkeln getappt. Und jetzt heute wissen wir es. Wir wissen es, wo die herstammen. Aber ich glaube, auch die aschkenasischen Juden selbst haben über ihre eigene genetische Herkunft im Dunkeln getappt. Das haben die wahrscheinlich nicht so gut gewusst, dass sie zur Hälfte europäischer Herkunft sind. So, die Griechen gingen unter, weil sie von den christlichen Missionaren geköpft wurden. Davon weiß ich nichts. Nein, als sich das Christentum ausgebreitet hat, waren die Griechen schon weg. Die waren schon untergegangen. Es gab zwar die griechische Sprache noch, aber das Volk der Griechen, der antiken Griechen, naja, kann man viel darüber diskutieren. Also das Christentum, es wird immer so gesagt, das Christentum hat die antiken Völker, die hat ihnen den Todesstoß vergeben, aber die antiken Völker haben sich selber umgebracht. Auch die Römer. Hebräer sind es jedenfalls nicht, sie haben schließlich auch kein Hebräisch gekonnt. Wer? Die aschkenasischen Juden, die Sakralsprache ist bei allen jüdischen Teilstämmen, ja, bei den sephardischen Juden, bei den ägyptischen Juden, bei den persischen Juden, wo sie überall gelebt haben, die Sakralsprache war Hebräisch, auch bei den aschkenasischen Juden. Im Gottesdienst reden die Männer, nur die Männer gehen überhaupt in den Gottesdienst, die Frauen sind nur
die spielen überhaupt keine Rolle im religiösen Leben der Juden oder nur so nebenher. Aber die Männer haben die Sakralsprache Hebräisch erhalten. Aber die Volkssprache war immer die Landessprache. Also bei den aschkenasischen Juden war es Jiddisch. Also die haben eine deutsche Muttersprache. Das war die Muttersprache, war Jiddisch. Nur die Sakralsprache war Hebräisch. Also die aschkenasischen Juden sind unglaublich spannend, weil es ja auch sehr, sehr spannend ist, von denen zu lernen, wie kann man sich als eine ganz kleine Minderheit innerhalb eines Mehrheitsvolkes erhalten und sogar noch erfolgreich sein. Ich dachte, Aschkenasen, jetzt rede ich jetzt schon, ich bin jetzt echt bald heiser. Hätte mir mal Wasser herstellen sollen. Ich dachte, aschkenasische Juden waren ein Turkvolk aus der Ukraine. Nein, das stimmt nicht. Dass sich unter einem der russischen Zaren eine Religion aus... Ja, das ist die Khazaren-These, aber die ist erledigt, Freunde. Das ist erledigt. Ich rate euch, wer sich für sowas interessiert, muss einfach mal gründlich meinen Blog lesen. Mal viele, ich habe das alles seit vielen Jahren schon auf meinem Blog alles behandelt. Die Khazaren-These ist erledigt. Also es ist so, die aschkenasischen Juden sind in Deutschland entstanden, am Rhein, in den Schumstädten und haben sich dann in ganz Deutschland im Mittelalter ausgebreitet. Und dann kam der starke Antisemitismus im Hochmittelalter. Und dann sind die Juden aus Deutschland vertrieben worden und die haben in Polen und in Russland Zuflucht gefunden. Also die Hauptmasse des jüdischen Volkes hat im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit in Polen gelebt, auch in Westpreußen und in der Provinz Posen. Da waren ganz viele Juden, haben da gelebt. Und auch in ganz Polen und in der Ukraine, genau, und in Russland, da haben die gelebt. Und von dort aus sind sie dann wieder nach Westen gewandert, sind nach Moskau gewandert. Nächstes Jahr in Moskau gibt es ja, ne, da gibt es diesen Juri Slezkine, der das genau darstellt, das jüdische Jahrhundert. Die sind von dort aus nach Moskau gewandert und haben dann die bolschewistische russische Revolution maßgeblich da mit beigetragen. Sind dann nach den USA ausgewandert, haben maßgeblich zu Hollywood beigetragen und sind nach Deutschland ausgewandert, haben maßgeblich haben sich in alle Bereiche der Kultur und der Wissenschaft haben sie maßgebliche Rolle dann gespielt. Naja, muss ich nicht referieren. So, ich dachte, sind Norditaliener nicht Langobarden? Ja, Langobarden haben sich mit den Einheimischen vermischt. Und das sehe ich hier an der Grafik, die ich vorhin gerade genannt habe. Also mein Blogartikel Getik und Kultur, ich kann das ja mal in die Kommentare setzen, den hatte ich ja vorhin schon referiert. Hier der Blogartikel. Da sieht man, Toskana ist, der indogermanische Anteil ist sehr gering. Und ich denke mal, von diesen Toskana-Leuten stammen die aschkenasischen Juden ab. Tusken heißt das dann, ne? Toskana. Die haben einen hohen anatolischen neolithischen Anteil, einen geringen schnurkeramischen Anteil, also indogermanische Genetik und gar keine westeuropäische Jäger- und Sammlergenetik. Vielleicht stammen von denen die aschkenasischen Juden ab. Ja, das wird mir jetzt auch gerade erst bewusst. Das ist wahrscheinlich die Signatur, die man auch bei den aschkenasischen Juden findet. So, es geht ja jetzt hier schnell. Also, genetisch nichts mit den wahren Stämmen Israels zu tun haben. Nee. Lass mal die Khazaren weg, das kannst du alles vergessen. Du musst mal ein bisschen Wikipedia lesen, lies mal Khazaren-These, da steht das alles drin. Übrigens, das englische Wikipedia, da ist der Artikel über aschkenasische Juden, ist hervorragend. Und zwar auch die genetische Geschichte, Genetic History of Ashkenazi Jewish, ist hervorragend. Das ist alles super hervorragend, auch von der Wissenschaft her, detailliert zusammengetragen. Also die aschkenasischen Juden, die haben ihre eigene Genetik und die genetische Geschichte hervorragend erforscht. Das ist sehr vorbildlich, da können sich die anderen europäischen Völker oder die Völker der Welt sehr viel von abschneiden. Auch was Wikipedia, was das Aufarbeiten auf Wikipedia betrifft. So, jetzt. Rustag, wann sollen deines Wissens nach die Indogermanen in West- und Nordeuropa, habe ich doch schon gesagt, hast du nicht zugehört, wann sollen die Indogermanen in West- und Nordeuropa eingewandert sein? Ich hatte schon gesagt, die haben sich im Weichselraum gebildet um 2800 bis 2500 vor der Zeitrechnung. Und das kannst du auf Wikipedia nachlesen, lesen die Datierungen der Schnurkeramik. Für Wikipedia Schnurkeramik, Augenblick, wann die sich wohin ausgebreitet haben, schnurkeramische Kultur. Und Glockenbecher. Ja, also Schnurkeramik. Und wo ist denn hier was von der Datierung? Sachkultur.
Also 2800 bis 2200 vor der Zeitrechnung. Das ist die Zeit, in der sich die Schnurkeramik vom wahrscheinlich Weichselraum aus auch nach Osten ausgebreitet hat und nach Westen. Im Süden war es die Glockenbecherkultur. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das reicht doch eigentlich auch, oder? Moment mal, wo ist er denn? Ja, und dann haben sie sich nach Nordeuropa ausgebreitet. Das ist alles schnurkeramische Kultur. Da brauche ich keine Ancient-DNA-Forschung. Da brauche ich nur die archäologischen, die C14-Datierungen zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist ja durch die archäologische Forschung hervorragend verstanden. Also zumindest was die Chronologie betrifft. Also ich habe jetzt den englischsprachigen Artikel Corded Werk Culture 2900 bis 2300 vor der Zeitrechnung. Ja, da unterscheiden sich ein bisschen. Einfach mal nachlesen, was da alles da steht. Das ist ein ausführlicher Artikel. Hier ist sogar die Genetic Studies, ist schon sehr ausführlich dokumentiert bei den Schnurkeramikern. Und die Formation of the Indo-European Languages. Also da passiert ganz viel in der Forschung. So. Oh, jetzt muss ich mal wieder hochscrollen. Also das hatte ich jetzt, Rustag, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Also 2800 vor der Zeitrechnung mit der Ethnogenese der Schnurkeramiker. Und das ist eben noch sehr spannend, ist die anatolisch-neolithische Genetik bei den Schnurkeramikern erst in Polen entstanden, bei der Ethnogenese der Schnurkeramiker, oder schon vorher, als sie sich mit der Kugelamphorenkultur vermischt haben. Das weiß ich noch nicht, da habe ich noch nichts drüber gehört. Fände ich sehr spannend, denn wenn sie schon bei der Vermischung mit der Kugelamphorenkultur dazugekommen ist, dann haben die praktisch alle ausgerottet. Das heißt, dass die ganze Trichterbecherkultur in Skandinavien eigentlich vollständig ausgerottet worden ist. Da hat überhaupt niemand überlebt und auch keiner oder eben nur sehr wenig beigetragen zu der nachfolgenden Genetik. Naja, das sind so Detailfragen. So, wäre mal schön, wenn der Anders von der Ach hier in den Kommentaren wenigstens dabei wäre. Frag mal den Andreas von Nacht, der soll mal hier ein bisschen mitreden. Mann, der kennt sich doch genauso aus. Mit dem habe ich früher wahnsinnig tolle Diskussionen geführt. Wir kennen uns persönlich aus dem anthropologischen Seminar bei Professor Bernhard und Frau Schwiedetzki und so weiter. Da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem waren wir gut befreundet. So, bis ich gesagt habe, dass Karl-Heinz Weißmann ein Jesuit ist, seitdem ist er ein... Naja, anderes Thema. So, stimmt es, dass die Griechen, genau, also jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir hier stehen geblieben waren. Ich dachte, das hatte ich ja alles schon. So, also Rustag stellt hier zweimal dieselbe Frage, das verstehe ich nicht ganz. Die germanischen Völker haben so wenige Kinder in der heutigen Zeit, weil sie nur in Freiheit viele Kinder bekommen. Ja, auch das ist so, würde ich auch so sagen. Die Germanen, darüber ist noch viel zu sagen. Also die Indogermanen sind das Volk der Freiheit. Das ist ja ganz klar. Das ist das Volk der Freiheit. Und deswegen können ein Volk, die germanischen Völker können sehr, sehr schlecht mit Unfreiheit umgehen. Aber wir leben seit 1500 Jahren in Unfreiheit. Also das Christentum hat uns unfrei schon gemacht. Und wir sind sehr unfrei und wir haben uns an diese Unfreiheit sehr stark angepasst. Ich bin langsam heiser, ich kann nicht mehr so viel reden jetzt. Aber wir können das gerne ein andermal fortsetzen. Jesuiten sehen in der Regel alle gleich aus. Typisch Harald Lächerlich und der aktuelle Papst. Ja, sehe ich auch so. Wo sind wir denn? Der König Bulan hat das Judentum angenommen. Die Khazaren waren selbst keine Juden, sondern Paganisten. Ja, trotzdem, also die Khazaren-Theorie ist, weiß ich nicht. Niemand hat was dagegen, wenn du dir ein Glas Wasser holst. Ich habe eingeschlafene Beine in Aachen. Mensch, ich bin zu müde jetzt. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, wenn ich jetzt viel beantworte. Ich mache ein anderes Livestream, kündige ich es wieder an oder könnt ihr wieder dabei sein. Ihr könnt mir auch gerne Themen schicken, über die ihr gerne nochmal was genauer hören möchtet. Es ist auch immer gut, wenn ich mich ein bisschen mehr vorbereite. Ich identifiziere die optisch bislang als Khazaren. Okay, also Ashkenazi Jewish. Sie sehen aber nicht wie Jesuiten aus. Gibt keinen Grund dafür. Die Jesuiten sind genetisch meistens keine Juden und die Juden sind keine Jesuiten. Die stehen sich ja auch in einer gewissen Rivalität gegenüber. So. Die Jesuiten sind traditionell antisemitisch, muss man ganz klar sagen.
Und die Juden sind traditionell, also im 30-jährigen Krieg, die benutzen auch die Völker, um ihre Interessen füreinander einzusetzen. Aber dann will ich mal nur zurückhaltend sagen. Naja, Melanchthon, es gibt ja viele, viele, die sagen, dass zum Beispiel der Philipp Melanchthon jüdischer Herkunft war, ja, und der hat ja die Protestanten, na, kann man sich überlegen, was da alles passiert ist. Ja, jedenfalls, also jetzt lass mal hier, ey Strugal, sehen krumm aus und haben ein krummes, na komm, das lass mal weg jetzt hier, das ist doch Quatsch. Alles klar, Rustak hat es gehört. Ja, alles klar. Wie kommt es denn, dass die Pigmente der Haut, Hautfarbe überhaupt nicht geeignet sind für ein Klima wie in Israel, Jordanien, wo Menschen meist dunkelhäutig sind? Wie kommt es denn, dass die Pigmente der Haut nicht geeignet sind für ein Klima wie in Israel? Also die helle Haut der aschkenasischen Juden passt nicht für das... Also die hellhäutigen indogermanischen Griechen haben sehr lange in Griechenland gelebt. Ja. Also weiß ich nicht, Spezialfrage, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber die Germanen sind nicht älter als Sumerer, aber über Sumerer kann man auch noch reden. Die kommen aus Afghanistan. Kann man auch noch reden. Die Indogermanen sind nicht älter als die Sumerer, ja, das ist mir auch schon, naja, also die Qualünz-Kultur ist 4500 vor der Zeitrechnung, die Sumerer sind 3200 vor der Zeitrechnung, ne, Babylon und, ja, und Ur, also die Keilschrift ist um 3200, also die Indogermanen sind älter als Sumer. Vielleicht das Urvolk der Sumerer ist vielleicht schon früher entstanden, das weiß ich jetzt gerade nicht. Schnurkeramiker waren aber überwiegend R1a, wann sollen die R1b? Ich habe keine Ahnung, also Haplotypengenetik kenne ich nicht aus. Vielleicht ist R1b, weiß ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit nie beschäftigt. Mal eine ganz andere Frage. Was hältst du von der These, dass die Sumerer Indogermanen waren, deren Schriftsprache sich durch vermischt? Ja, Mann, die Sumerer haben ja auch den Lebensbaum. Die Irminsul und solche Geschichten. Da, ja, die Sumerer haben eine gewisse Verwandtschaft. Die Indogermanen findet man um 4300 vor der Zeitrechnung in Varna am Schwarzen Meer. Also da sind die schon sehr weit von der Wolga, haben sie sich entfernt. Und von der Wolga, sie sind ja auch schon um 4600 vor der Zeitrechnung am Nordhang des Kaukasus, ganz sicher. So. Ob sie schon weitergekommen sind, die waren schnell, ne? Und nach Osten haben sie sich auch sehr schnell ausgebreitet, ne? Als Afana, also Jevo-Kultur bis Sibirien. Ob es da kleine Gruppierungen gegeben hat, die über den Kaukasus hinweg dann da noch andere Großreiche irgendwie kriegerisch oder sonst wie überrannt haben, ist denkbar. Ich glaube, da gibt es bislang keine guten Hinweise dafür. Aber man kann das im Auge behalten, ob da noch irgendwelche Verbindungen festgestellt werden. Es gibt ja auch Verbindungen zwischen Sumer, da wird ja auch, gibt es ja auch manche Vermutungen zwischen der Sumer-Hochkultur und der Harappa-Kultur. Aber was mir allgemein auffällt, ist doch das. Also, was allgemein auffallend ist, früher hat man immer von der indogermanischen Herrenrasse gesprochen, von der nordischen Herrenrasse, insbesondere auch Hitler und so weiter, dass die ganzen Hochkulturen befruchtet hätte, dass ohne die Indogermanen, die ganzen Hochkulturen gar nicht entstanden wären. Und das halte ich doch, auch bei dem heutigen Kenntnisstand ist das ein bisschen, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so sagen können. Das geht gar nicht. Also das passt einfach nicht zusammen. Also die Hochkulturen sind hervorgebracht worden von den anatolischen neolithischen Bauern und von den iranischen neolithischen Bauern. Und das waren begabte, hochbegabte Völker. Die können auch besser damit umgehen, wenn sie terrorisiert werden. Also das... wenn sie von Tyrannen beherrscht werden. Also diese orientalische Herrschaftsform, die ist ja da offen, da gibt es ja manche Hinweise dafür, dass die schon sehr früh, so wie bei den Assyrern ausgebildet war, orientalische Herrschaft. Das sieht man bei den Stadtdespoten des vorkeramischen Neolithikums im Levante-Raum, das sind richtige Despoten. Und die gibt es schon sehr früh und damit können die auch scheinbar von ihrem Begabungsspektrum her viel besser umgehen. Und das passt sehr gut zu der Philosophie von Hegel, nach der eben die Weltgeschichte verläuft. Die Weltgeschichte ein Weg zum Bewusstwerden von Freiheit ist. Also die ursprünglichsten Hochkulturen, die sind orientalisch.
orientalische Regierungsform, da ist wenig Freiheit da und die kommt erst durch die Indogermanen dazu, aber die Indogermanen kommen vergleichsweise spät dazu und die ersten Hochkulturen, die brauchten die Indogermanen offensichtlich nicht oder irgendwelche anderen Europäer brauchten sie nicht, um ihr Begabungsspektrum zu entwickeln. Das ist heutiger Stand. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber nach heutigem Stand findet man da nichts. Das ist auch für mich neu. Ja, aber das ist halt so. Also die Forschung revidiert ältere Ansichten. Sie bestätigt ältere Ansichten mitunter, sie revidiert sie aber auch. So, ich kenne die Artikel, Rustag. Weiß gar nicht, welche Artikel, aber wahrscheinlich einige von denen, die ich geschrieben habe. Mal eine ganz andere Frage. Was hältst du von der These? Ja, das hatten wir gerade. Eine sumerische Schrift ist sumerisch und kein indogermanisch. Also ich kann, ja. Naja, voll peinlich, weiß ich nicht. Da gab es, aber ich würde auch großteils sagen, es gab bei den Sumerern keine Germanen, keine Indogermanen. Das geht ohne Indogermanen. Und ich glaube auch, die iranischen neolithischen Völker, die Herkunft der Indogermanen sind, die Indogermanen sind ja zur Hälfte iranisch neolithischer Herkunft. Also die haben eben, da gibt es auch so die thymotischen Gefühle, die irgendwie auch angeborenerweise da sein können, ja, die der Peter Sloterdijk thematisiert hat und früher auch Mathilde Lundhoff thematisiert hat, der Stolz und so weiter. Das haben vielleicht auch schon die iranisch-neolithischen Bauern gehabt in Ansätzen oder in Teilen. Das darf man nicht zu pauschal sehen, glaube ich. Deswegen kann das auch in Sumer auf irgendeine Weise eine ähnliche stolze Haltung, thymotische Haltung zustande gekommen sein, die man ja zum Beispiel auch im Gilgamesch-Epos sieht. Ja. So. Aber eins ist klar, die Christen von damals haben die Griechen geköpft, um das Christentum anzunehmen. Naja, bin ich jetzt irgendwie, habe ich auch schon mal gesagt, das hast du schon mal gesagt. Also, vielleicht muss man zwischen Christentum und dem Christusbewusstsein unterscheiden. Die Jesuiten bezeichnen sich ja auch als Armee Jesu Christi und sind Satanisten. Ganz genau. Ja, ich will niemanden seinen Christus nehmen. Ich weiß nicht, ich brauche keinen Christus. Also Christus ist vorderorientalisch, ist alles vorderorientalisch daran. Und die Katholiken beten den Fischgott Dagon an. Es wird doch alles auf den Kopf gestellt. Was auch immer ihr damit meint. Man hat die Griechen lebendig verbrannt. Naja, so ein paar hat man ja, die Philosophin Hypatia hat der christliche Mob durch die Straßen von Alexandria geschleift, bis sie tot war. Klar, da sind üble Sachen passiert. Wenn Monotheisten unterwegs sind, wird es immer gefährlich. Das kann auch uns noch passieren. Ja, wenn wir eine untergehende Hochkultur sind, dann werden wir von fanatischen Monotheisten vielleicht irgendwann als heidnische Philosophen durch die Straßen geschleift. Insbesondere Frauen. So. Was war zuerst, die osteuropäischen Kurgane oder die westeuropäischen Hügelgräber? Rustag. Die osteuropäischen Kurgane, also die Qualünskultur hat die ersten Hügelgräber gehabt. Qualünskultur und Samara. Und das ist 4500 vor der Zeitrechnung mindestens. Und die Qualünskultur hat ja einen 67 Meter hohen Kurgan, also einen wirklich, wirklich hohen Kurgan, schon 4600 vor der Zeitrechnung oder 4400 vor der Zeitrechnung, ist das in Sichtweite des Elbrus im Nordhang des Kaukasus aufgerichtet worden. Das ist ja erforscht worden, kann man auf Wikipedia nachlesen bei Qualünskultur. Riesige Hügelgräber. Und dagegen sind ja die westeuropäischen Hügelgräber nichts. Ja. In Sedin, der ist 10 Meter hoch. Im Kaukasus ist 67 Meter. Das kann man sich immer, muss man immer wiederholen. Das waren einfach exzentrische Leute. Wer schichtet denn einen Kurgan von 67 Metern hoch auf? Das ist ja fast wie eine Pyramide. Ich weiß nicht, wie hoch die Pyramiden sind. Zumindest wie eine kleinere Pyramide. So. Man sollte zwischen Christentum und Kirchianisierung unterscheiden. Das trifft es besser. Kommt von Andreas Popp. Andreas Popp ist auch nicht mein Fall. Also es gibt 10.000 Leute, die sich nicht mit Mathilde Ludendorff beschäftigen wollen und dann müssen sie irgendwelche komischen christlichen Theorien, so kann man das Licht noch verbessern, die dann irgendwelche christlichen Theorien, irgendwelche abwegigen
orientalisch-christlichen, alles, was, wo immer Christentum mit dabei ist, ist auch orientalischer Geisteshaltung mit dabei. So, und bei Andreas Popp, wenn die da über die Unsterblichkeit der Seele reden, also über ein Weiterleben nach dem Tod, auch Eva Herrmann, also dann wird es für mich, dann schalte ich ab. Aber ich kenne auch sehr bekannte YouTuber und Aktivisten, junge Männer, die sagen auch, die sagen das Gegenteil, ja, die sagen, das ist ja völlig, das ist ja überhaupt nicht attraktiv, nicht an ein Weiterleben nach dem Tod zu glauben. Also das ist eine offene Frage, die wirklich mal ausdiskutiert werden muss. Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod oder nicht? Und die moderne Wissenschaft sagt, nein, das gibt es nicht. Der Papst sagt, doch, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Ja. Und manche Jesuiten leben weiter, obwohl sie längst gestorben sind. So, also, genau, also das habe ich beantwortet. Die westeuropäischen Hügelgräber sind mehrere tausend Jahre jünger oftmals. So, na, werden ja immer mehr, umso länger ich hier rede. Kann ja die ganze Nacht durchreden. Ich hole mir auch gleich noch Wasser. FX, ja, es gibt ja keinen Christianismus wie Islamismus. Naja, jetzt wird es flach hier. Alles Monotheismus, ich hole mir mal Wasser. Diskutieren weiter. So, Prost. Bindungsgestörtheit steht dem Kinderkriegen im Weg. Bis 23 galt das Züchtigungsgebot an der Frau. Sollten die sich an ihren Söhnen gerecht haben? Kann ich nichts mit anfangen. An klitschnasse Clowns, das ist ein komischer Kommentator, ich kenne ihn nicht. Eine Frau höchstwahrscheinlich, sagt sie. Ist mir auch egal. So, also bis 23, ja, was soll denn Züchtigungsgebot an der Frau? Sollen die sich an ihren Söhnen? Was soll denn das? Ist doch Quatsch. Bindungsgestörtheit. Die Männer sind bindungsgestört, weil die Frauen sie geschlagen haben. Was soll das? Ist doch Blödsinn. An alle. Das Christentumsbewusstsein ist älter als Jesus von Nazareth. Ja, das ist dann auch wieder. Das gibt's. Ach, das gibt so viele Theorien. Aber dann, wenn es älter ist, kommt es auch aus dem Orient, oder? Kommt es auch aus dem Orient. Also klitschnasse Clowns, eins will ich dir sagen, Privatdiskussionen gibt es hier schon mal gar nicht. Ich habe dir schon mal gesagt, dass das hier nicht erwünscht ist. Ja, es werden hier nicht private Beziehungsfragen und private Geschichten, das überhaupt nicht. Das kannst du vergessen und du wirst sofort gesperrt hier auf meinem Kanal, wenn du so weitermachst. Vielleicht sollte man das ein wenig genauer betrachten, was da das Problem außer der Schwarzer war und ist. Jetzt wird es flach. Klitschnasse Clowns kommen und jetzt wird es wirklich flach. In Frankreich werden Familien unterstützt, aber das Kind muss früh. Nee, hör auf zu reden, ich will dich nicht. Du redest Quatsch. Das weiß ich nicht. Verbittert oder wer du bist, keine Ahnung. Verbitterte Leute kann ich hier nicht gebrauchen. Christus bedeutet Heiler. Christus bedeutet Heiler. Was habt ihr mit Jesus Christus? Fällt euch nichts Besseres ein? Dann doch lieber Baldur oder Thor oder Odin meinetwegen. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod und zwar in deinen Kindern, das sehe ich ein, ja. Aber ganz ehrlich, dieses Weiterleben ist auch, das ist nicht das eigene Bewusstsein. Also Kinder haben ein eigenes Bewusstsein. Das ist oftmals, weicht das von den eigenen Bewusstsein sehr stark ab. Ja, also das ist nicht eine Unsterblichkeit, wie man sie sich wünschen könnte. Und diese starke Unsterblichkeitssehnsucht ist ja in vielen Menschen drin. Also wenn Menschen dem Tod näher kommen, dann merkt man, jeder Mensch merkt dann, macht keinen Spaß zu sterben. Und wie möchte man weiterleben? Das ist alles sehr komisch. So, also nur in den Kindern weiterleben, ich glaube, dass das die Frage nicht beantwortet.
Das ist auch im Dritten Reich schon diskutiert worden, insbesondere während des Zweiten Weltkrieges. Da haben nämlich die, da hat es Familien gegeben, die hatten drei Söhne, alle drei gefallen. Die fahren am Ende. Ja. Und dann sollen sie, ja, und dann sollen sie sagen, ich lebe weiter in meinen Kindern, nachdem die eigenen Söhne gefallen sind. Und da haben die christlichen Priester während des Zweiten Weltkrieges in den Predigten, haben da nur eingehakt. Und da hatten die Nationalsozialisten eine große Mühe, den christlichen Priestern da was entgegenzustellen. Also was denn nun? Was ist der Sinn des Lebens, wenn alle gestorben sind? Und überall, wo Darwinismus drin ist, steckt die Freimaurerei. Norbert, der haue ich eine um die Ohren. Das gibt's doch wohl nicht. Das ist doch lächerlich. Ja, ja. Was denn, was den Reinkarnationsgedanken angeht, die moderne Wissenschaft ist nicht allwissend und vor allem politisiert. Jetzt kommt Reinkarnation. Reinkarnation ist größtenteils aus Indien. Ich kenne keine bedeutenden Deutschen, die an den Wiedergeburt glauben. Es darf keine Wiedergeburt geben, sonst würden die Menschen eine andere Mentalität kriegen. Bei Flavius Josephus kommt Jesus nicht einmal vor. Exactement. Das stimmt. Jesus ist überhaupt nicht nachgewiesen. Es gibt keine historischen Belege. Es gibt für viele, viele andere Gestalten der Geschichte und auch Heilsbringer der Geschichte sind tausendmal besser bezeugt als ausgerechnet Jesus Christus. Den hat es gar nicht gegeben. Aber alle reden über ihn, natürlich. Orientalische Geisteshaltung als Beiwerk des Christentums. Okay, Professor Walter Veit ordnet zum Beispiel die Christian Science dem Hinduismus zu. Ach, ich kenne mich mit den Diskussionen da nicht aus. Walter Veit, ist das nicht auch ein freichristlicher Vortragsredner? Ich denke, alle Religionen sind den Kulturen angepasst und stellen die Angstkeule gegenüber den Untertanen dar. Der Hohepriester und der König waren immer Brüder. Nein, eine Unterscheidung ist ganz wesentlich zu machen. Die gibt es auch bei Mathilde Lundorf, die Unterscheidung zwischen Weltreligionen, die globalisieren, und Volksreligionen. Also bevor die Weltreligionen, es gibt nur ganz wenig Weltreligionen, das ist der Islam, der Buddhismus, das Christentum, gibt es noch eine, dann der Kommunismus, und also das sind globalisierende Ideologien und Religionen, und alles andere sind Volksreligionen, und die Volksreligionen bestärken die Völker darin, für das eigene Überleben sich einzusetzen. Die Weltreligionen tun das nicht. Die untergraben das Volksbewusstsein und untergraben den Volkserhaltungswillen jedes eigenen Volkes, jedes einzelnen Volkes, weltweit. Und vernichten auch Völker massenhaft. Also die Christen, die nach Mittelamerika gekommen sind und aus Südamerika, die haben massenweise Völker vernichtet. Und machen sie bis heute. Ja, jetzt zum Schluss, letztes Jahr ist ein christlicher Missionar, wollte die letzten Andamanen-Insulaner bekehren zum Christentum. Und die haben das Richtige gemacht, die haben ihn auf dem Strand erschlagen. Ja. Ich denke, alle Religionen sind den Kulturen, ja genau, ja, sie sind letztlich den Kulturen angepasst. Also selbst das Christentum musste sich an die nordeuropäischen Völker anpassen, das stimmt gewissermaßen, aber trotzdem, die globalisierende Wirkung ist längst nicht verloren gegangen. Nee, ist es nicht. Das machen ja alle Hijacker, die müssen sich an das, was sie hijacken, anpassen, und nur so können sie hijacken. Die Satanisten, das hängt von uns ab, ob wir die besiegen können oder nicht. Ich glaube, es müssen sich gute Gedanken, also Wissenschaft ist eigentlich der Sieg über die Satanisten, meiner Meinung nach. Wissenschaft und eine Deutung des modernen wissenschaftlichen Weltbildes aus moderner philosophischer Grundhaltung heraus. Das ist der Sieg über jeden Blödsinn. Und was dazu kommt, ist auch, dass wir wieder zurückkehren zu der hohen Moral unserer Vorfahren, die Indogermanen und Germanen haben eine hohe Moral gelebt. Auch die antiken Griechen haben eine viel höhere Moral gelebt als wir heute. Tugend war etwas Begeisterndes. Also ein tugendreicher, tugendhafter Mensch zu sein, hat die Menschen begeistert einfach.
Und wenn wir da wieder hinkommen, dann kommen die Bösen nicht mehr. Naja, ist ein langes Thema. Ich glaube, wir sind eigentlich mit dem Thema durch. Ich kriege hier auch Nachrichten zugesandt. Ja, gibt es noch wertvollere Fragen, also wichtige Fragen? Hohe Moral, ja, basiert aber nicht auf materiellem Denken. Ja, sage ich ja, das ist eine Religion, das kommt aus einer Metaphysik, aus einer metaphysischen Haltung. Da habe ich ja auch schon das ein oder andere Video darüber gemacht. Von welchen Satanisten redest du die ganze Zeit? Meinst du damit die Psychopathen, also empathielose Menschen, die sich ins Weltgeschehen... Nein, also freier Volkwang, ich habe über Satanismus habe ich ein ganzes langes Video gemacht. Das ist sogar das populärste Video auf meinem Videokanal. Da kannst du nochmal nachlesen, was ich unter Satanisten verstehe. Das ist halt eine Ideologie. Jetzt kommt der Volksschüler auch noch davor. Ich mache jetzt zu Ende. Es ist 1:45 und wir sind weit vom Thema weggekommen. Es ging um die Indogermanen Asiens. Und meinetwegen allgemeiner darüber, wie Völkergeschichte verläuft und wie sie künftig weiter verlaufen könnte. Ja, Dankeschön, freier Volkwang. Hat mich auch sehr gefreut. Ist für mich eine ganz neue Erfahrung, hier so viele Rückmeldungen zu kriegen. Und das werde ich gerne nochmal wieder machen. Also, alles Gute, viele Grüße an alle. Gute Nacht, guten Abend. Tschüss.